Ich meine, er war vor 10 Jahren da. Er hat auch ein Buch untergeschrieben. Und dann ist einmal durch Deutschland und hat viele Winzer fotografiert. Mhm. Jetzt hat er gesagt, ich hätte Bauch gekriegt. Der die ganze Zeit gesagt, zieh den Bauch ein. Jetzt hat er mit mir geschimpft. Naja, ich hab den viel. Das hat mal chinesische Mitarbeiterin zu mir auch gesagt. Jochen, ich habe einen Tipp. Einatmen. Gemein. Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's mal wieder, Denise. Und diesmal erwartet euch ein großartiger Gast von der Mosel. Markus Molitor ist in der Sendung. Er trifft hier auf Jochen 30-Acker aus Rheinhessen. Und für die zwei ist Zeit ein Riesenthema. Im Weinberg, im Keller, aber auch beim Ringen um den perfekten Genusszeitpunkt für die Weine. Außerdem geht es um Faszination Mosel und um Weine, die so wenig Alkohol haben, dass Markus glaubt, dass man sich damit sogar nüchtern trinken kann. Aber hört uns jetzt selbst. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Also, Chin Chin. Schön, dass ihr da seid. Und gleich volle Gläser, wie schön. So, was haben wir denn im Glas? 1919? 19, Zeltinger Sonnenuhr, Kabinett Fuder 6. Fuder 6? Ja, ja. Das sind so die alten Bezeichnungen. Früher hat man den einzelnen Fässer auch noch die Fassnummer mitgegeben, den Weinen. Wenn man verschiedene Kabinette hatte oder verschiedene Späte oder Auslesen, haben die dann noch die Fudernummer mitbekommen. Und Fuder 6 gibt es schon sehr lange. Das ist halt aus meiner absolut größten Grand Cru-Lage der Zeltinger Sonnenuhr halt spezielle Parzellen, die etwas höher gelegen sind. Ja, also haben wir gesehen, ne? Sind wir dran vorbeigefahren. Genau. Also die eigentlich ein bisschen länger hängen können, aber dann nicht zu reif sind, ja, weil es oben halt ein bisschen kühler ist. Mhm. Hier haben wir also 90 Jahre alte Reben jetzt. Ja. Da in dieser Parzelle versuche ich immer dieses Fuder 6 zu machen. Und das sind halt dann ganz kleine Trauben, 100% gesund, werden immer mazeriert, immer Korbpresse und immer großes Holz. Wir waren ja in deinem Keller, aber da steht nur noch ein Fuder. Ist das dann der Fuder 6? Ja. Nee, der Fuder ist doch gewachsen, jetzt können auch mal zwei sein. Ja. Die meisten Fässer sind ja 2, 3 okay. Und ein paar Stück mit 4. Ja. Okay. Du weißt, was ein Fuder ist? Kann man da? Ja. Früher war der ganze Keller, haben früher mal alles Fuder, ne? 60 Fuder gelegen auf den Leinern. Aber ein Fuderfass kostet genauso viel Platz wie ein 2000er. Und mit Wachsen des Betriebes wurden dann die Fässer halt Doppelfuder. Ja, und Dreier und Vierer. Aber viel 2 und 3. Ja. Schön. Was sagst du zu dem Wein? Ich finde es sehr schön. Er hat super schöne Würze. Ganz viel Schmelze. Also das ist Mazeration. Ich weiß nicht, wie lange machst du Mazeration? Ist ein bisschen vom Jahrgang abhängig. Ich habe das schon gemacht, da hat noch keiner davon geredet. Hm. Ich sage das jetzt mal so. Meiner Meinung nach übertreiben den manche. Ein bisschen in der letzten Zeit. Die meinen, viel hilft viel. Mhm. Es kommt auf den Jahrgang an, auf den Weintyp an. Exakt. Ja, und ich muss immer sehen, wie physiologisch reif sind die Trauben, welchen Wein will ich letztendlich damit machen, nicht einfach, ich werde jetzt mazeriert. Und, was ist eine Mazeration? Maische Standzeit. Trauben angeknackt, stehen im eigenen so, Saft. Mensch. Ja. Ihr Nerd-Talker hier. Bei diesem Betrieb ist ja 100% Handlese, alles in kleine Bütten. Mhm. Ja, die Trauben kommen sehr locker nach Hause. Du müsst ja aber ganz schön steil rauf und runter, ne, mit den Bütten. Ja, also in den Extremlagen wird sie auf dem Rücken getragen. Ja. Und da, wo wir mit der Raupe mittlerweile reinkommen, haben wir eine Raupe, die Bütte halt vorne dran. Und können die Trauben dann im Weinberg halt die Eimer in die Bütten entleeren. Mhm. Aber die Bütten dürfen nicht so voll sein, sonst packt die Raupe es nicht. Das ist ja so steil, die Bütte kriegt man nur halb voll. Und dann werden die halt hochgezogen und oben auf den Anhänger gefahren. Mhm. Ja. Ich sag jetzt mal, manchmal sind die Bütten auch voll, mit den kleinen Trauben locker. Dann kommen sie nach Hause, ein paar Kilometer, und dann sage ich, warum habt ihr bitte nicht voll gemacht? Ja. Die sind so locker, dass die halt gar nicht, wenn die zu Hause gehen, fehlt schon wieder ein Viertel oder ein Drittel. Weil die so ineinander rieseln genau. Okay. Ja. Drücken sich halt so ein bisschen. Drücken sich zusammen, okay. Das heißt, alles Handlese, alles wird sortiert im Weinberg. Mhm. Und speziell hier, die sind dann gemahlen, wie Jochen sagt, gleich angeknackt. Mhm. Ja, also die Stiele ist so eine vorsichtige Mühle. Mhm. Man kann die Trauben zu 90% komplett wieder rausnehmen unter der Mühle. Also die Stiele sind nicht kaputt, sondern nur die Beeren angepresst. Okay. Ja. Und dann je nach Jahrgang, je nach Wein, halt 6, 9, 12 Stunden, schon mal 24 Stunden. Das so da drauf steht quasi. Mhm. Ja. Wenn die Weine, wenn ich vorher weiß, die gehen auf die Korbpresse, dann muss ich auch nicht so lange mazerieren oder Maischestandzeit machen, weil die dann ja noch auf der Korbpresse 9, 12 Stunden sind. Ja, okay. Das wollte ich gerade fragen, wie lange presst du das? Die gehen 3-mal auf die Korbpresse in der Regel. Ja, und das erste Mal läuft so 4,5 Stunden, dann 3,5 Stunden und dann nochmal 1 Stunde. Mit Kleinmachen ist da immer um die
7, 8, ja, brauchen 10 Stunden. So eine Korbpresse, das ist ja auch so, das hatte man so ganz früher, ne? Das ist ja ungewöhnlich, ja, oder? So eine Korbpresse. Was man früher hatte, war nicht unbedingt schlecht gewesen. Nee, nee. Ja. Du hast das nachbauen lassen, ne? Nein, ich habe früher, wo es keine gab, also ich glaube, nur die ganz alten, ich stehe ja immer vor den Weingütern als Blumenkübel heute, ja, gab es dann Firmen, die haben versucht, sowas zu bauen. Ja. Da habe ich dann ein bisschen mitentwickelt und das war aber schon schwierig. Und dann hat halt Bucher Vaseline die erste Korbpresse gebaut, die aber auch, ich sag mal, vollautomatisch läuft. Man kann dann ein Programm hinterlegen und sich selber schreiben. Und das ist halt ein Riesenvorteil von dieser Presse. Es ist für mich der Rolls-Royce der Pressen. Mhm. Ja, unvorstellbar teuer, aber halt unvorstellbar gut. Ja, und dann hatte ich die, ja, wie die erste in Deutschland. Und jetzt habe ich 3 davon. Und alle großen Trockenen gehen da drüber. Alle Edelsüßen, hochkarätigen. Mhm. Und natürlich die Pinot Noirs alle. Aber du hast, wie viel Pressen hast du insgesamt? Das fand ich total beeindruckend. 6? 9? 9? 9? Ja, 9 Pressen gleichzeitig im Herbst. Ja, wir sind nicht so groß. Das sind kleinere Volumen und dann halt viele Einzelpartien. Ja. Das ist, weil wir ein großes Lagenportfolio haben, verschiedene Lagen und alles wird halt strikt getrennt und selektiert. Und dann kommen halt abends, also es kommen nicht so viele Trauben abends an, aber viele Selektionen kommen. Also alles einzeln, muss alles einzeln machen. Muss alles einzeln verarbeitet werden. Tatsächlich fehlt es dir, also wir haben 3 und da fehlt es dir oftmals echt an Kapazität, ne? Wo es halt rund um die Uhr geht, weil du weißt, okay, die Pressen laufen ihre 5 Stunden oder sowas und dann hast du halt ein bisschen Reinigungszeit brauchst du auch und dann weißt du eigentlich, du musst eigentlich rund um die Uhr pressen, dass du es hinkriegst. Du hast gesagt, du schläfst eigentlich nicht im Herbst, ne? Sehr wenig, aber in der Hauptphase, also es ist kein Witz, da gibt es Nächte, da gehe ich gar nicht. Weil ich gehe nicht eher, bis alle Pressen fertig sind. Mhm. Ja, und das ist dann 3, 4, 5 Uhr. Und so eine Korbpresse, wenn die nachts um 3 Uhr aufhört, dann muss die nachts um 3 Uhr zerkleinert werden, damit die morgen früh um 6 fertig ist. Dann kommt der nächste Team. Also zerkleinert heißt das, der Kuchen muss raus. Mhm. Und er wird dann, das geht schon heute, mit dem Stapler holen wir den ganzen Kuchen raus. Dann hat man so eine Riesentochter, muss man sich vorstellen. Und den können wir dann mit dem Drehkranz kippen. Und dann wird er mit der Hacke und mit der Hand zerkleinert. Ja, und dann kommt er wieder rein und dann läuft das nächste Programm. Das ist so ein Vampirprogramm bei dir, wenn man da so nachts um 5 reinkommt, dann steht er mit der Hacke. Ich gehe nicht aus. Ja, aber wenn um 3 Uhr die nicht gekrümmelt wird und neu angeschaltet wird, dann ist sie um 6 nicht fertig. Und dann gibt es ja auch, weil wir für jede Presse mehrere Körbe haben. Das heißt, die dann in dem Korb auch mazeriert haben über Nacht. Das wollte ich gerade sagen. Dann stecken die, morgens holen die raus, die ist fertig, stecken die nächste rein und die läuft wieder ab 6. Weil diese Presse läuft 24 Stunden. Okay. Das kostet halt lange Zeit und man muss es wollen. Und zu mir kommen halt viele Leute und sagen, ja toll, Korbpresse, wo ist die denn? Ja, und dann gucken sie, so, schön. Und wie geht das? Und dann erkläre ich, wie es geht und dann brauchen sie keine mehr. Ganz interessant. Ja, was ich immer den Leuten sage, die finden das so spannend, aber wir gehen ein Jahr in den Weinberg. Ja? Yes. Und wir haben in den Extremlagen, wir haben da 2000, weit über 2000 Arbeitsstunden. Und dann habe ich keine Zeit zum Pressen. Verrückt. Ja, nee, ich meine, es geht in keine Verhältnis. Ich kann es kaum ausrechnen. Man muss es aber wollen. Und man muss auch die Handarbeit und man muss auch dann Mitarbeiter haben, die einem helfen, dann auch dieses durchzuziehen. Ja. Über 100 Leute hast du, gell? Ja, ja. Also, verrückt. Wir haben normal um die 100 Festangestellte und in der Saison sind noch ein bisschen mehr da. Und so viele geile Lagen, Jochen. Willst du Max vielleicht auch ganz gerne die ein oder andere Lage abjuxten, oder? Du, ich finde ja, man muss Idealist sein, um das zu machen. Ne? Das sage ich auch immer wieder. Und Perfektionist logischerweise auch. Ich sage immer, es dürfte nie eine Flasche Moselwein unter 15 Euro geben, egal wo sie herkommt. Weil einfach, das ist Pioniergeist und das ist definitiv auch Kulturgut, was da erhalten wird. Ne? Mit unterm wahnsinnigen Aufwand. Wir wissen ja alle, was vor uns war, die Arbeitszeit ist. Und, sagen wir mal, bei uns ist ja umgedreht. Wir haben ja das Glück, dass wir sehr viel maschinell machen können und halt dann aber auch viel Zeit in die Handarbeit stecken können, die wir halt einfach anderweitig gar nicht brauchen. Also wir können die Handarbeit investieren, weil wir anderweitig auch relativ preiswert produzieren können. Und das ist umgedreht, wenn du beides nicht hast und beides halt, du redest von 2000 Stunden, ich rede von 1000 Stunden, finde ich schon viel bei uns. Und das ist schon Wahnsinn. Und auch das Management, du hast 100 Leute, die musst du alle halt irgendwie
so halten, dass sie halt gut arbeiten, dass sie motiviert bleiben, dass sie einen richtig guten Job machen. Wir sind ja auch teilweise, finde ich es ja so spannend, weil dem Markus ja auch den Weinen viel Zeit gibt. Zeit ist ja für uns auch ein großes Thema. Du kannst denn jetzt ganz ja so viel Arbeit machen, dann nimmst du die Zeit nicht beim Ausbau oder auch bei der Reife, bis die Weine halt rauskommen. Ich glaube, das ist ja was, was wir relativ parallel sehen, ob es bei uns trocken ist und bei dir auch trocken und edelsüß oder feiner edelsüß. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Das wird viel zu wenig gelebt. Es fußt viel mehr wieder in die Köpfe. Es kommt ja so langsam, aber das ist Gott sei Dank ein Weg, der immer mehr verstanden wird wieder. Ich sag mal, ich komme halt so aus der Zwischengeneration. Ich habe ja Mitte der 80er Jahre begonnen, wo viele junge Leute nicht mehr Winzer lernen wollten, weil die Zeit so schwierig war und die Zeiten so hart waren. War auch so. Ja. Aber ich hätte ja auch gesagt, das war aber auch die Riesenchance. Wenn man halt diesen Grundbesitz, diese Grand Cru-Lagen nicht geerbt hat oder nicht im Betrieb hatte, war es wie Mitte, Ende der 80er Jahre, eigentlich Ende der 80er Jahre, die erste Möglichkeit bei uns, ich spreche von der Mosel, sowas zu erwerben. Erstmal pachten zu können und später zu erwerben. Ja, vorher gab es nichts. Es war so fest, in fester Hand. Und wenn da mal irgendwo durch ein Erbt, wo was jemand verstorben ist und die Kinder haben das dann versteigert, da sind horrende Preise für ein paar Meter bezahlt worden. Ja. Und deswegen, sage ich mal, so schlimm wie diese Zeit war, aber wenn man halt nicht die Gunst hatte, dass man so einen Betrieb geerbt hat, war es die erste Möglichkeit seit langer Zeit. Eine Chance. Man muss sie aber auch nutzen. Ja. Und ich habe halt dann sehr jung sehr viel gepachtet und nach gekauft, wo viele Kollegen gesagt haben, was will der Junge da? Der ist verrückt. Der ist verrückt. Du hast auch mit 20 angefangen, habe ich das vorhin 19, gesagt. Ne? Ja. Aber das ist nämlich ganz spannend, weil ich dachte immer, Weingut Markus Molitor, ne, dieses wunderschöne, altehrwürdige Haus, in dem ihr da seid und so. Ich dachte, das ist eine Geschichte über Generationen. So steht es ja auch auf der Homepage. Das ist ja auch so. Und dennoch hast du von null angefangen. Ja, ja. Erzähl mal, weil das finde ich schon, du konntest zwar die Flächen damals erwerben, aber wenn man von null anfängt, hat man ja auch nicht die Kohle. Ganz kurz, Kabi oder die Edition? Die, bitte. Ja, also die Familie hat auch eine ganz lange Weinbautradition. Bei uns steht immer und haben wir immer geschrieben, 8 Generationen. Dann kam vor vielen Jahren ein Verwandter von uns, der das so hobbymäßig macht. Gesagt, ihr habt mich vergessen. Ja, nee, er sagt, ihr seid ja eigentlich 12. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, jetzt haben wir es immer geschrieben. Und der Vater hat sich mal darum gekümmert. Ja. Und er hatte eine 8 Generationen Lücken. Das ging ja viel über die Kirche früher, wo man nachgeforscht hat. Ja. Ja. Und dann war es auch genug, ob 8 oder 12. Ja, also lange. Lange. An der Mosel verwurzelt, dem Weinbau verbunden. Aber die Betriebe waren halt alle sehr klein früher. Ich habe halt sehr früh begonnen. Ich muss allerdings ganz konkret sagen, mit den Eltern im Rücken, die mir halt sehr viel geholfen haben. Ja. Sonst wäre es nicht so gegangen. Aber ich bin dann schon sehr schnell gewachsen. Mhm. Ja, und ich hatte innerhalb von 3 Jahren hatte ich dann um die 18 Hektar Steillagen. Wahnsinn. Das war Ende der 80er Jahre halt schon sehr, sehr viel. Mhm. Und die Weinberge zu pachten oder zu erwerben ist das eine. Aber das andere ist... Das ist Wahnsinn. Nee, das auch. Aber die Vermarktung aufzubauen. Ja, und das war halt auch ein langer Weg, so individuelle Weine zu vermarkten. Ja, und als das dann lief, kamen die Neider wahrscheinlich, wie das immer so ist, ne? Wenn man, wo die ersten Weinführer so rauskamen in Deutschland, und wenn man da als Junge drauf geschaut hat, hat man gesagt, boah, wenn man da mal drin wäre, dann geht's los, ja? Gut, man war relativ schnell drin, aber es ging nichts los. Also, es hat sehr lange Zeit gekostet im Aufbau und man braucht schon sehr viel Leidenschaft dafür und auch Durchhaltevermögen. Ja. Ich sehe es halt bei manchen, oder habe ich gesehen, bei manchen Betrieben, die ganz gute Ansätze haben, hatten, ja, aber wenn das nach 3-4 Jahren nicht gelaufen ist, haben sie ihr alles wieder über Bord geworfen. Ja. Man muss schon sich selber treu bleiben. Für mich war immer ganz klar, was ich möchte. Klassische Moselriesling, halt angelehnt an die Glanzzeiten. Vor 100 Jahren war es halt so, dass mit die teuersten Weine aus unserer Region und wenigen anderen deutschen Regionen kamen. Und es war eine riesen Motivation. Und man steht vor einem Weinberg. Ich habe mit meinem Vater vor dem Weinberg gestanden und er erzählt mir diese Geschichte, wie vor 100 Jahren sind hier die teuersten Weine der Welt gewachsen. Sag ich, wie? An dem gleichen Rebstock? Ja, hier. Hier. Das ist, warum geht das heute nicht? Er sagt, natürlich geht das heute. Und das war eine riesen Motivation, als junger Mann zu sagen, boah, da möchte ich dabei sein, da möchte ich mithelfen, dass das wieder so wird, wie es mal war. Das ein bisschen länger gedauert hat, wie ich mir das damals vorgestellt habe, das ist halt so. Aber ich glaube, dass Riesling Deutschland halt in den letzten
15 Jahren, 20 Jahren halt wieder einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Ja. Und ich bin stolz, dass ich da ein Teil von bin, mitzuhelfen. Ja. Was ist das in den letzten 20 Jahren? Ja. Und ich meine, du hast in den 80ern angefangen. Bei mir war es, ich wollte eigentlich Ende der 90er das machen und durfte es ja auch nicht. Mhm. Weil wir am Ende gemeint haben, es hat keine Zukunft. Selbst da noch haben sie das gedacht. Ne? Ja. Ich glaube, da warst du schon einen Schritt weiter. Und ich meine, wenn du siehst, Anfang von 2000 bis jetzt, was da passiert, ist gigantisch. Ja. Gerade für den deutschen Wein. Ich meine, viele haben wieder, jeder hat wieder verstanden, was es heißt. Weißwein aus Deutschland, die Kleinklimatik, immer noch eins der kühlsten weinvertreibenden Länder. Und die Frische, die kriegst du halt hier. Ihr lebt also eigentlich genau zur rechten Zeit, oder? Ja. Ja, also wenn man nicht ganz früher gelebt hätte, dann ist jetzt ja, aber für unsere Zeit ist ja genau das. Genau. Ich meine, es ist ja genau das Ziel, was du sagst. Wir haben das alle vor Augen, wir wissen alle, was war und denken, okay, das war alles mal möglich, warum ist es nicht mehr da? Ja. Und irgendwo muss man doch die Knöpfe drücken können und die Arbeit machen, dass es wieder dahin kommt. Sehr ja. Genau. Wir haben den nächsten Wein im Glas, genau. Und der geht 2000, Markus, musst du was sagen? 2015. Ja, das ist jetzt auch ein Wein mit einem speziellen Etikett. Würziger Würze. Ja. Das ist halt eines der alten Gutsetiketten. Dann sieht man, das ist der Hausberg, der Wehlener Klosterberg mit dem Weingut drin. Und das ist halt ein Wein, das ist Edition 14, oder? Guck mal, links unten, links, vorne. Links. Vorne, 14. 14. Ja. Das gibt es jetzt seit 14 Jahren. Mhm. Das ist halt Wein, der, also jetzt sind Weine, die zurückgelegt werden. Mhm. Ja. Und die wir dann intern probieren, jedes Jahr. Also es gibt viele, die zurückgelegt wurden. Mhm. Und wir probieren jedes Jahr, wer könnte denn jetzt in einem perfekten Entwicklungszustand sein. Mhm. Und das wird dann die neue Edition. Das kann mal trocken sein, das kann mal feinherb sein, das kann mal edelsüßer sein. Und so lege ich immer Weine zurück, und die dann viele Jahre später, wenn sie perfekt entwickelt sind, mhm. aber noch Riesenpotenzial haben, ja. bringe ich die auf den Markt. Und das ist jetzt der 14., der so in den Verkauf kommt. Also das fand ich ja sowieso sensationell bei dir. Ich habe den Markus natürlich vorher besucht und er hat ja so eine wahnsinnig schöne, riesige Vinothek. Es war Sonntag, es war knackevoll, ne? Überall saßen Menschen. Habe ich mich mal so ein bisschen dazugesetzt, so ein bisschen mitprobiert. Und es ist natürlich verrückt, dass man wirklich auch gereifte Sachen bei dir einfach mitprobieren, miterwerben kann. Das fand ich schon... Gut, aber das ist auch eine Philosophie vom Betrieb. Ja. Ja. Also alle Weine sind ausgelegt auf lange Lagerfähigkeit. Ja, das machst du ja eigentlich auch, Jochen, ne? Ja. Ja. Und es ist halt so, dass auch in der Zeit, wir müssen sagen, ja auch irgendwo wieder deutsche Weine mehr innen waren, waren aber auch junge, primärfruchtige Weine, frische Weine gefragt. Ja. Am Anfang, ja. Ja. Und viele Jahre war es ja so, dass die Pro-Wein, wie die Jahrgangspräsentation war für viele Betriebe. Ja. Die Weine mussten fertig sein. Im März da. Ja, genau. So, und ich habe immer, wenn überhaupt, den Jahrgang davor gezeigt und dann noch gereifte Weine. Mhm. Weil ich halt über Jahrzehnte immer Weine zurückgehalten habe und mir dadurch auch einen gewisses Rückgrat aufgebaut habe im Lager. Das hat viel Geld gekostet. Du sagst, du hast einen Keller mit 60.000 Flaschen aus alten Beständen. Ist das richtig? Oder habe ich das komplett falsch verstanden? Nee, das haben wir ein bisschen falsch verstanden. 6.000 ja. Flaschen dann? Nein. Wie viele? Das ist viel. Ich weiß, es ist viel. Und ich durfte da nicht reingucken. Das ist ein ganz geheimer Geheimkeller. In den Anfängen habe ich gesagt, jeder Wein von mir hält. Ja. Dann habe ich mir von jedem Wein 30 oder 60 Flaschen weggelegt. Das war im Nachhinein. Von jeder Sorte? Von jeder Sorte. Okay. Das war im Nachhinein ein Fehler. Ja. Weil du machst 70 Positionen an der Weinkarte. Ja, es waren ja noch mal weniger. Je größer der Betrieb wurde, wurden es auch mehr Weine. Ja. Und dann habe ich irgendwann mal mit einem sehr guten Freund, auch Winzerkollegen, mit Egon Müller gesprochen. Und er sagt, das machst du falsch. Du musst mehr weglegen, aber nicht so viele Sorten. Mhm. Und wenn du mehr weglegst, dann kannst du öfter mal eine trinken, du kannst ja mal eine verkaufen. Hat er recht. Er hat genau recht gehabt. Ja, weil es gibt Weine, da habe ich heute noch 30 von. Ja. Und ich habe ja nur 30. Ich kann sie nie nehmen. Ja. Mhm. Aber jetzt ist langsam der Punkt gekommen, dass wir die alten auch öfter probieren und dann nochmal hier und da nochmal ein paar Flächen freigeben. Aber den Fehler macht man immer nur am Anfang. Ja. Aber jetzt legen wir auch weg, aber halt deutlich mehr. Ich rede jetzt nicht von solchen Weinen hier, die jetzt die ganze Wein, der war noch nie verkauft worden vorher. Der kam jetzt in den Verkauf. Okay. Ja. Es gibt auch Weine, die kommen in den Verkauf. Ja, weil wenn ein neuer Jahrgang rauskommt, die Weine werden bewertet und dann sind sie zum Verkauf frei. Und dann entscheide ich, sind sie 6 Monate im Verkauf oder ein Jahr und dann nehmen wir gewisse Weine aus dem Verkauf heraus und die bleiben dann stehen. Okay. Ja, das ist nicht so, dass die nicht Verkäufe sind, aber sie sind nicht auf der aktuellen Liste. Mhm. Sie werden nicht täglich zur Probe angestellt. Jetzt sag mir doch mal, wie viele Flaschen da in diesem Keller sind. Zu wenig. Ja, ja.
sag mal, das sind Weine auch, die nicht für den Verkauf stehen. Ja, natürlich. Da gibt es schon viele tausend Flaschen. Weil, ich meine, ich habe das auch immer gesehen, was auch immer ein Vorbild von mir war, bei uns eben auch, Johann Josef Brüm. Für mich war das wie die Legende bei uns. Es gab VDP-Präsentationen, alle haben den neuen Jahrgang gezeigt, nur er nicht. Er hat dann 5, 6 Jahre davor gezeigt. So, und er war das Einzige, der ich das leisten konnte. So, und da sind Gäste hingegangen zum Probieren. Die haben eigentlich gemeint, sie würden das Neue kriegen, aber haben immer nur gereifte Weine gekriegt und waren, ich sag mal, begeistert. Ja. Und das hat mich auch ein bisschen geprägt, ja, auch Weine zurückzulegen. Ja. Bedingt noch dadurch, dass der Betrieb immer gewachsen ist, in Anführungsstrichen konnte ich mir das auch leisten, die zurückzulegen. Das hat natürlich Geld gekostet. Ja, und gerade in den Anfängen war das nicht so einfach. Ja, das glaube ich. Ja. Aber das ist wie ist Investition in eine Maschine. Das ging ja bei uns genauso. Als wir das angefangen haben, haben ganz, ganz viele auch gesagt, ja, das muss man sich ja leisten können. Und da sage ich immer, du musst das wollen. Du musst das leisten wollen. Und ich finde es auch, das ist das beste Invest, was du machen kannst. Ja, ja, aber ich muss eins dazu sagen, es war aber auch so, bei mir, die ersten 15, 20 Jahre wurden die Weine nie teurer, weil zu dieser Zeit die Nachfrage nach gereiften Weinen nicht da war. Das wird jetzt erst verstanden. Genau, ja. Aber jetzt haben wir auf die Weine auch eine normale Verzinsung drauf, die werden teurer. Und wenn die Weine knapp sind, dann werden sie noch ein bisschen teurer. Ja. Und jetzt wird es crazy, pass mal auf. Weil ich habe ganz kurz, ja. Ich habe einen zweiten Wein eingeschenkt, weil ich es ganz spannend finde. Von dir war es 15, das hat mich irgendwie, ich habe 2017 dir von uns eingeschenkt, Wunderwerk. Also trockener Riesling, aber also komplett trockener Riesling nebendran. Ein Wein, den wir auch jetzt erst rausgebracht haben. Und 17, finde ich, fängt jetzt gerade an, total zu strahlen. Ist immer noch absolut jung. Also ist 15 natürlich viel präsenter nochmal, aber ich finde von der Aromatik ganz witzig, fand ich das total ähnlich. Bei uns war 17 jetzt noch ziemlich zu, die haben wir alle zurückgelegt. Ich glaube, Kalk ist aber trotzdem offener als Schiefer. Nee, ist jetzt auch in den Verkauf gekommen. Jetzt gerade. Weil du hältst deine Weine auch zurück, ab dem Ortswein, gell? Ja. Machst du das? Ja. Aber jetzt wird es total crazy. Jetzt hat der Jochen was gemacht, das muss er uns mal erklären. Er hat jetzt ein NFT gemacht, wo man, ist wie so ein digitaler Bezugsschein, wo du den Wein erstmal so lange zurückhältst, bis du meinst, er ist top of the cake. Genau, also der Markus hat im Endeffekt alles genau richtig gesagt. Deswegen, wir sitzen ja nicht ohne Grund da, weil ich mir auch ja als jüngerer Winzer auch viel bei unter anderem Markus abgeguckt habe, gerade, dass es sehr, sehr viel Sinn machen kann, Weine reifen zu lassen, liegen zu lassen. Mhm. Das machen wir ja auch. Ich habe damit 2010 angefangen, wirklich signifikant Weine wegzulegen. Das war für mich auch früh, aber ich habe halt auf dem Vornherein immer die Idee gehabt, ich will, dass das einfach die Reife zeigt, ich will, dass du den Ausdruck zeigst, ich will im Endeffekt auch, dass das ganze Potenzial verstanden wird, weil wir machen uns alle ganz, ganz viel Arbeit in unseren Weinbergen und dann später auch im Ausbau und dann geben wir die Weine, sagen wir immer, die Weine können reifen, die können halten, geben sie dann viel zu früh raus und das hat mich schon auch von immer angenervt und deswegen haben wir gesagt, wir machen das, aber wir halten sie 3 Jahre zurück. Dann hältst du 5 Jahre zurück, weil du denkst, es geht aber noch ein bisschen was. Und irgendwie merkst du immer, nach 5 Jahren fängt es eigentlich erst so an. Und dann denkst du, eigentlich muss es noch länger zurückhalten. Irgendwann bist du an dem Punkt, dass du sagst, ich gebe die nur noch raus, wenn die perfekt sind. Weil vorher ansonsten, mit jeder Flasche, die zu früh getrunken wird, verschenkst du das Potenzial deiner Arbeit. Ist einfach so. Ist es aber denn nicht so, dass manche Weine auch echt geil sind, auch wenn sie jung sind und auch geil sind, wenn sie alt sind. Also, dass man sie auch schon jung trinken kann. Ich sage jetzt zum Beispiel, unsere Gutsweine kriegst du auch früher, ne? Zum Beispiel. Und auch so ein Wunderwerk 17, finde ich, ist jetzt ein blutjunger Wein, den wolltest du vorher nicht trinken. Aber ich finde, wenn du an die kleinsten Mengen deiner Toplagen gehst, sorry, da sehe ich es einfach so, das kann dir vielleicht auch schmecken, der Jugend, aber ich weiß, du verschenkst dir unheimlich viel, wenn du es zu früh probierst. Okay. Und dann muss man einfach sagen, muss man Regeln vorschieben, ne? Und jetzt NFT, genau, wir sind tatsächlich, muss sagen, mit erste Weingut weltweit, was das gemacht hat. Also NFT heißt Non-Fungible Token, ist ein digitaler Bezugsschein, wenn du mal so willst. Es ging los mit so digitaler Kunst, wo Leute... Mein Sohn hat mir das erzählt, dass er das gemacht hat. Und du warst auf der Messe in Hamburg. In Hamburg, genau. Da wollte er mich hinschleppen. Ja. Aber Die war gut. Ich glaube es dir. Das war spannend, das haben wir dort rausgehauen. Ich habe das am Anfang auch nicht verstanden, weil es immer nur um irgendwelche digitalen Affen geht, wo die Leute für 250.000, 300.000 Euro oder Dollar hin und her geschoben haben und gesagt, Leute, spinnt ihr, hängt euch doch ein Bild an die Wand. Ne? Mhm. Aber dann hast du irgendwann verstanden, dass du noch viel, viel mehr damit machen kannst. Und im Endeffekt löst es eigentlich unser Beider oder das Problem von den Leuten, die ihre Weine reifen lassen wollen und eigentlich wollen, dass die Leute dann den Wein trinken, wenn er wirklich gut ist, nicht zu früh. Mhm. Was wir jetzt gemacht haben ist, wir geben ein NFT raus für einen Wein, wo wir sagen, der Wein liegt bei uns safe in unserem Keller unter perfekten Bedingungen. Du hast den sicher. Du kriegst zum Beispiel heute ein Kind,
und sagst, ich will aber zu meinem 18. will ich mit meinem Sohn eine Flasche Wein trinken und mit meiner Tochter. So, und dann sage ich dir, okay, jetzt ist sie jetzt gerade geboren, wir haben dann im September, Oktober haben wir Herbst, dann war es schon mal 4-5 Jahre, dann kommt der Wein irgendwann raus und dann habe ich es vergessen. Mhm. So, und dann hast du keinen Wein zum 18. Geburtstag, ne? Weil natürlich auch kleine Mengen weg. Und so kannst du von vornherein sagen, ich sichere mir jetzt den Bezugsschein und habe auch die Möglichkeit, zum Beispiel auch den Wein zu handeln, wenn ich es will. Wenn ich zum Beispiel merke, so ein Wein, auf einmal, keine Ahnung, kriegt irgendwie große Aufmerksamkeit, auf einmal wächst es enorm im Wert, dann kann ich so sagen, ich gebe das vielleicht vorher im Gastronomen oder irgendeinem anderen, der das haben will. Mhm. Der Wein liegt aber trotzdem im Keller, der hat sich nie bewegt. Der liegt dann in irgendeinem Keller, der vielleicht irgendwie schlecht klimatisiert ist oder sonst irgendwas oder vielleicht ein Transportschaden oder sonst irgendwas. Bleibt im Keller liegen. Und irgendwann probierst du das nach Aroma und sagst so, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt gehen wir raus. Und dann schreiben wir weltweit, egal, eure Flasche steht jetzt da, ihr könnt es abholen. Ne? Weil es geht ja auch immer für uns, wir sind Importeure, du hast vorhin gesagt, was sind 60, 69, was du da hast. Ja? Du hast dich an Zollregeln zu halten und so weiter. Also hier sagst du einfach, der ist da. Kommt vorbei und holt ihn euch ab. Und ansonsten lagert er noch ein paar Jahre bei uns. Aber dann kriegt ihr eine Flasche Wein, wo wir euch garantieren, von der Aromenvielfalt kriegt ihr das, was ihr euch vorstellt. Was ist dann, aber nur, dass ich es jetzt verstehe, was ist dann mit diesem NFT? Das ist fest verbrieft. Das ist im Endeffekt nichts anderes, wie wenn du beim Notar wärst und das ins Grundbuch einträgst. Das ist so eine Blockchain-Kette, ist unveränderlich. Ne? Ja. Wir haben das auf Ethereum gemacht, das wird sehr technisch. Ja. Und das ist, sagen wir mal, eine Blockchain-Kette. Gibt es immer, grob gesagt, einen Eintrag. Mhm. Und dann schließt sich irgendwann so ein Kettenglied und dann kommt das nächste Kettenglied und kommt hinten dran. Und die Leute bezahlen das jetzt. Also ich bezahle das jetzt. Wissen die noch eine Lagergebühr oder kommt da? Nein. Also du lagerst das für nichts. Ja. Die kaufen das heute für 30x. Ja, auch. Genau. Und was wir noch gemacht haben jetzt, wir haben mit ein paar Leuten aus der Krypto-Szene, die haben das sofort verstanden, das war total spannend und haben da auch relativ schnell zugegriffen. Fanden es zwar noch ein bisschen ärgerlich, dass man bei uns das momentan noch in Euro machen muss, nicht in ETH oder in Bitcoin bezahlen kann. Das kommt aber. Das war ganz so einfach in Deutschland. Aber zum Schluss geht es darum, das ist was, sagen wir mal, Welten miteinander zu verknüpfen. Vorher hast du nur digitale Kunst gehabt, jetzt hast du einen physischen Wein in Verbindung mit einem digitalen Kunstwerk, was auch noch dabei ist. Ne? Aber lass mich das jetzt noch mal verstehen. Was passiert, weil ich bin jetzt nicht aus der Kryptoszene, also muss ich jetzt dumm nachfragen. Ich sage also, ganz am Anfang, es ist sehr früh, wie gesagt, wir sind einer der Ersten. Pass auf, angenommen, ich würde jetzt so ein Ding erwerben, dann habe ich einen digitalen Bezugsschein. Was passiert ab dem Moment, wo ich es abgerufen habe? Dann erlischt dieses NFT. Wenn du es erlischt nicht, sondern es verändert sich. Es wird quasi dann auch aufgezeigt, dass es halt eben den Keller verlassen hat und wir nicht mehr, also es gibt das Ding ist unveränderlich, aber es gibt einen Eintrag dazu, dass du sagst, okay, das hat jetzt den Keller verlassen und damit sind wir aus der Nummer raus, dass wir sagen, ab jetzt ist es in deiner Verantwortung. Ne? Das heißt, es steigt vielleicht der Wert, weil es so und so viele Jahre schon da ist, aber jetzt liegt es in meinem Keller und da kann man nicht genau sagen, wie gut ich es lagere. Ja, also verliert es wieder an. Wir können zum Beispiel auch nicht sagen, hast du es vielleicht geöffnet, ja, hast genau. du es getrunken, hast mit Wasser voll gemacht und deswegen muss man halt sagen, wir müssen ja irgendwo sagen, bis dahin können wir das alles garantieren. Es gibt zwar natürlich jetzt mittlerweile auch mit Hologrammen und so weiter ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Flasche zu sichern. Also da hast du dich bestimmt auch schon damit beschäftigt, weil einfach wir müssen ja gucken, dass das, was wir machen, halt immer auch gesichert das ist, was wir machen. Und dass jemand, der eine Flasche öffnet, vielleicht viel Geld dafür bezahlt, auch das kriegt, was er bestellt hat. Aber das, sagen wir, das ist alles so ein bisschen Zukunftsmusik. Nur, was wir jetzt auch dazu noch gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir haben eine Art 30er, wir sagen mal, Family gegründet. Wir haben jetzt von Legenden, da geht es ja, das ist unser Wein, wir reden bei unseren ältesten Reben über 55 Jahre, da lachst du drüber. Aber es ist für uns trotzdem gerade in Rheinhessen halt relativ alle Rebbestand und du merkst halt schon, je älter die Reben, umso ausdrucksstärker sind halt eben die Qualitäten. Und wir haben mit Riesling ausgebaut von diesen alten Reben, den haben wir nur in Magnums gefüllt. Das ist dein Top Legenden, top genau. Wein, ne? Und genau, von dem haben wir insgesamt von diesem Lagenstück 665 Magnums. Und 300 davon haben wir eben mit diesem NFT rausgegeben, einfach für uns natürlich auch als Testballon zu sagen, wir gucken einfach mal, wie viel habt ihr davon? 300 haben wir rausgegeben. 300 haben wir rausgegeben. Und die anderen 300 kann ich so kaufen? Die anderen 300 kannst du momentan nicht kaufen, weil die liegen bei uns im Stand. Die gehen wir dann raus, wenn sie so gut sind. Aber wir haben mit den 300 starten wir das jetzt und haben aber auch gesagt, was uns auch wichtig war, die 300 sind auch verknüpft, zum Beispiel bei uns mit einer Art Mitgliedschaft in halt eben, wir sagen es immer in unserer Family Community, egal wie du das sagen willst, weil wir halt auch wollen, die Leute viel mehr abzuholen zu dem Thema gereift Weine. Mhm. Du probierst Weine, die du vielleicht gar nicht mehr kaufen kannst, an Orten, wo du normal nie sein kannst und sowas. Weißt du, wo man schon probiert, auch einen viel, viel tieferen Einblick zu geben, weil ich glaube, das brauchst du auch in Zukunft, weil das eigentliche Ding, was hinten dran ist, dass wir versuchen wollen,
die Leute, die auch begeistert sind von dem, was wir machen, noch enger zusammenzuschnüren zu uns, dass sie noch viel mehr mitkriegen von uns. Wie so ein Fine Wine Club. Oder ja, wie? Aber auch das nach außen zu tragen. Ich glaube ja, dass es, wir leben schon immer von Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist bei dir, glaube ich, Markus, genau dasselbe. Wir haben die Gastronomie, wir haben ganz, ganz viele Sommeliers, Restaurantleiter oder Rinnen, die wirklich unsere Story nach außen tragen, weil wir haben keine großen Werbebudgets oder sonst irgendwas, sondern wir müssen versuchen, dass unsere Story so nach außen getragen wird. Und genau das versuchen wir halt jetzt eher umgedreht, dass wir sagen, wir haben unseren Kreis von unseren Partnern, Freunden, egal was die unsere Weine schätzen, die das vielleicht dann auch damit auch mit ein Stück weit mehr nach außen tragen können, weil die halt vielleicht einen viel tieferen Einblick kriegen. Ne? Und das verbinden wir alles damit. Aber nochmal, der eigentliche Punkt ist, das ist digital fest verbrieft. Wenn diese Kette ist da, das Bezugsrecht ist da. Wenn ich morgen sage, habe jetzt keine Lust mehr, das steht trotzdem noch verbrieft da, ne? Wenn ich das nicht mehr rausgebe. Und ich glaube, das ist noch früh. Es ist noch sehr, sehr früh. Und viele Leute, mich zu verstehen. Ja, das ist auch in Ordnung. Ja. Das ist auch absolut. Nein, aber man kann die ja auch verkaufen, gell? Genau, du kannst die halt kann verkaufen. Wenn, ja. Wenn derjenige, der jetzt da einen gewissen Teil erworben hat, ja, wenn der jetzt Geld braucht, kann der den verkaufen, der bleibt trotzdem bei ihm im Keller liegen, nur diesen anderen, den wir genau. Ist doch kannst, ist, ja. Genau, es ist frei handelbar, du kannst es verkaufen, wie du es willst. Ich würde halt denken, dass dann Wein echt zu so einem Spekulationsobjekt wird und eigentlich die Freude, die ihr ja immer auch so vermitteln wollt. Ihr wollt doch eigentlich auch Leute, die eure Weine trinken aber, und daran Freude haben. Ja, aber du willst auch, wenn du jetzt so einen Wein hast, und das hatte Markus ja auch, wo du ein paar Flaschen hast, wo du dein ganzes Herzblut reingelegt hast, dann willst du schon, dass die Leute, natürlich triffst es immer zu 100%, dass es nicht einem darum geht, nur ein Statussymbol zu haben. Nein, das geht jedem, der was konstruiert, was macht, ist das gleiche Kunstwerk herstellt, egal. Ich meine das alles nicht böse, nee, weil du so da sitzt. Ich glaube, das hast du nie 100% unter Kontrolle. Aber ich glaube, das Ziel soll schon dabei sein, dass zum Schluss die Flasche, die geöffnet wird, die Wertschätzung erfährt, die es verdient. Ja. Und da kann man jetzt sagen, ist das anmaßend oder sonst irgendwas? Ich sehe es so, ich weiß, was da hinten dran steckt. Ich weiß, wie viel Schweiß und Hingabe und egal was von meinem Team, von mir hinten dran steckt, bis ein Wein so ist. Markus hat es gesagt, im Herbst schlafen wir nicht. Wir probieren das Optimum rauszuholen, um halt nie einen Fehler zu machen. Und eins darf man nicht vergessen. Es gibt heute viele große Weine auf der Welt. Mhm. Die sind aber dreimal um den Globus gefahren worden. Ja, das und dann stimmt. Erwirbt man sich sowas für mehrere hundert Euro und ist enttäuscht, weil der Transport schon zu warm, zu kalt. So, und das ist ja was, wenn ich so eine Flasche erwerbe, die im Originalkeller gelegen ist. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Ja. Und mit jeder Flasche, die getrunken ist, sie ist unwiderruflich weg. Die ist weg. Ne? Du hast eine Uhr. Eine Uhr ist was Bleibendes. Die ist da. Die Flasche Wein, eine getrunken, ist weg. Wir haben ja später noch einen Einzigacker dabei. Da habe ich gerade gesehen, haben wir Flasche 4 von 2909. So, wenn die weg ist, ist sie weg. Die ist nicht mehr da. Den Jahrgang wird es nicht mehr geben. Das ist weg. Und da ist ein Stück, was wir da hatten, ist weg. Und das finde ich einfach, vielleicht ist es auch tatsächlich das, dass man denkt, na, es hat noch mehr Beachtung verdient. Und es hat noch mehr, weißt du, Hingabe verdient dafür, die wir auch aufbringen, dass es so ist. Und weil wir aber zum Schluss, wir machen das jetzt mit unserem Gutswein. Ne? Ich habe auch mit denjenigen, mit denen ich das mich zusammengeschlossen habe, das zu machen, die hat das am Anfang mit ihrem Weinclub gemacht oder mit ihrem Weinhandel gemacht und habe gesagt, ich verstehe jetzt nicht, warum wir jeden Wein mit einem NFT belegen wollen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Eigentlich macht es viel mehr Sinn, dass du sagst, das machst du wirklich nur für die Schätze. Die Schätze, wo du weißt, aber die will ich gerne in der Hand haben. Was meinst du, wie viele Leute mir gesagt haben, sie wollen jetzt eine Flasche 2017 Legenden haben? Wir haben die Jensen Robinson gewidmet. Wir haben es probiert, es immer so einer Person zu widmen und die auch da mitmacht. Wo wir sagen, die haben so irgendwie einen Meilenstein gelegt in der Entwicklung vom Weingut. Und das hatte ich zum Beispiel der gewidmet und da habe ich von meinem Importeur, ich weiß nicht, wie oft der gesagt hat, ich brauche jetzt unbedingt den Wein. Der ist 2017, ich will den jetzt unbedingt haben. Dann probierst du mal wieder so eine Flasche und denkst, in keinem Fall. Das macht noch keinen Sinn. Und die Diskussion, weißt du, und so sagst du, du kannst ihn haben, bitteschön, ist dir. Aber ich weiß ganz genau, er trinkt ihn nicht. Weil er hat nur die digitale Möglichkeit. Und irgendwann sagst du, jetzt ist er so weit, weil ich ihn probiert habe, weil ich es gut gefunden habe und sag, bitteschön, jetzt kannst du haben. Und ich glaube, das ist vielleicht auch löst ein Riesenproblem, weil ganz, ganz oft viele Enttäuschungen da sind, weil die Weine zu früh getrunken werden. Das haben wir nicht im Griff und so haben wir es im Griff. Wenn ich es heute auch einem Gastronomen gebe, es gibt zwar vielleicht noch ein paar Gastronomen, die riesen Weinkeller haben, wo die Weine ein paar Jahre verschwinden, aber die wenigsten. Die meisten kaufen Wein und die sind auf der Karte. Das ist ja auch das Thema, dass viele auch der Sommeliers und der Gastronomie, dass die heute noch bei mir normal 15 Jahre zurückkaufen können. Und die kaufen halt kleiner heute, aber regelmäßig. Ja. Und deswegen mache ich das auch. Ja, das war zum Beispiel bei uns auch ein Riesenthema. Ich bin aber während der Zeit, wo die Leute das zu Hause waren, die haben alle gute Weine getrunken. Und da haben wir auf einmal gemerkt, wie wenig Bestände wir doch haben, wie schnell so ein Keller wegschmilzen kann. Ne? Und das ist ja auch so was, wo du dann nochmal ganz andere Gedanken drüber machst, wie kann ich denn das schützen? Weil am Anfang, wenn du das sagst, immer so peu à peu, immer wieder, wie du sagst, ein Gastronom hat da 6 oder 12 Flaschen, dann ist es ja genau dafür gemacht gewesen. Aber
1000 Flaschen von dem Wein sind zum Schluss weltweit nichts. Ja, und dann geht ratzfatz und dann ist es weg. Und dann kannst du noch drüber reden, der 2004er, der 2002er. Ja, das ist das auch immer, ja. Also ich war mal in Sylt in einer tollen Veranstaltung, eine kleine Veranstaltung, hat ein Sternekoch gekocht und ich habe die Weine moderiert dazu. Und dann habe ich überlegt, was bringe ich als Aperitif? Und es ist ja immer das Gleiche, jeder bringt den Sekt mit oder dies oder das. Und ich habe gesagt, ich bringe mal was Gereiftes mit. Also wir machen sehr gerne gereifte Kabinette. Mhm. Aber ich hatte dann eine Auslese aus 94, süß, aber mit einer verrückten Säure. Mhm. Ja, und habe die dann als Aperitif gebracht. Die Gäste waren alle, das waren auch alles Feinschmecker, ja, sonst hätten sie sich nicht da angemeldet. Und die Leute haben den Wein probiert. Jeder wollte, 10 Pärchen oder so, jeder hätte gerne eine Kiste oder zwei gehabt. Ich habe keine gegeben. Und dann hat er mich gefragt, ja, wieso gibt es den denn nicht? Du hast doch noch 300. Ja, da ich gesagt, nur ja, noch 300. Ja, da habe ich gesagt, ja, ich mache doch lieber die nächsten 15 Jahre noch so 10 Veranstaltungen mit dem Wein, als wir denn jetzt zu verkaufen. Einmal, ja, das verstehe ich, ja. So, weil ist er weg, wie er sagt, ist weg. Und so hänge ich auch an Weinen. Und bei mir in den Systemen gibt es mehr Weine, wo ein Sperrvermerk drin ist, für den Vertrieb, als wie die sie verkaufen dürfen. Natürlich sind die zum Verkaufen, aber immer möchte ich gerne wissen, wo geht der Wein hin und muss das unbedingt sein. Das finde ich ja eigentlich auch schön, weil das zeigt ja, dass ihr eure Weine liebt und dass ihr das mit Herzblut macht und mit vollem Engagement. Das wäre ja eigentlich auch total schlimm, wenn es euch total egal wäre, wann es getrunken wird. Nein, es gibt ja auch so einen Winzerspruch, den ich abscheulich finde. Der beste Wein ist der getrunken ist. Ja, gibt dir so einen Spruch. Ja, das kommt aber aus der Zeit, wo sie auch nicht gehalten haben. Ja, ja. Und von der beste Wein ist der, der meine Kunden heute und in Zukunft und in den nächsten Jahren glücklich macht, ja, mit dem, den er kommt. Das muss ein Erlebnis sein und er muss zu Hause das auch, wenn er mal im Weingut gewesen ist und hat das mal gespürt, die Leidenschaft, die auch alle Mitarbeiter mitbringen, ja, die muss er auch zu Hause in der Flasche haben. Das war jetzt wirklich auch was, das fand ich jetzt ganz besonders, auch bei euch. Ihr seid ja eigentlich wirklich groß. Ihr habt eine große Fläche, so viele Mitarbeiter. Und man hat so wirklich noch so Weingut und Familie gespürt. Ne? Da ja, nee, also man hört die Kinder bei dir, kommt deine Frau raus und bringt noch was zu essen. So. Das ist so, ne? Das ist ein Familienweingut, das spürt man. Ich sag jetzt mal, ich lebe das ja auch immer meinen Mitarbeitern vor. Mhm. Ja? Und eins sage ich immer, wie wir angefangen haben, da kam keiner aufs Weingut. Ja? Und man ist mit ein bisschen einmal quer durch Deutschland gefahren, für ein paar hundert Flaschen auszuliefern. Ich sage immer, das ist so bei beiden Leuten. Selbst wenn die einen harten Tag hinter sich haben, um 6 fährt einer auf die Tür, die haben aber gerade schon die Tür zugeschlossen. Die ist schon mit dem Auto am Rausfahren, da kommt ein Auto rein. Haben sie schon geschlossen? Da sagt die, nein, ich mache wieder auf. Natürlich kriegt der abends um 6 keine große Probe mehr, 2 Stunden oder so. Aber ein paar Weine zu probieren, um was einzukaufen, das ist immer möglich. Und ich möchte nicht, dass wir nötig haben, aber ich möchte nicht, dass ein Gast weggeschickt wird. Ja. Und unzufrieden ist und nicht ein schönes Erlebnis gehabt. Ja. Und man denkt halt an die Zeit zurück und die Mitarbeiter wissen das ja nicht, dass früher keiner kam. Ich sag jetzt nochmal, ich muss denen dann immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass es auch Phasen gab, wo keiner geknigelt hat. Ja. Ja? So, und jetzt haben wir sehr viel Betrieb und dann ist bei uns höchste Priorität die Gastfreundschaft zu unseren Kunden. Also Wochenende oder mal so im Jogginganzug? Nee, das ist selbst bei uns, wir wohnen ja auch privat im Weingut auf der gleichen Terrasse, wo die Vinothek ist. Ja. Und wenn man wirklich sonntags mal eine Stunde später frühstückt, ja, da gucken die eine Minute Küchenfenster rein. Ja, also meine Frau, die muss sich auch erstmal daran gewöhnen. Ja. Für mich ist das nichts Schlimmes, ich bin daran gewöhnt. Ja. Und es ist auch so, im Winter ist es ein bisschen ruhiger, dann haben wir sonntags nur mit Voranmeldung. Aber da kommen auch welche ohne Voranmeldung. Ja, dann machen wir es. Ja. Ja, das ist kein Problem. Ja. Jetzt haben wir noch gar nichts hier zu den Weinen gesagt, gell? Weder zu diesem zu der Sonderedition noch jetzt zu deinem Wunderwerk, den du dazu eingegossen hast. Gläser sind ein gutes Zeichen. Ja, also wir hatten ja erst den 15er. Genau. Das ja, ist die Edition genau. 14. Das ist aus dem Uerziger Würzgarten. Der ist auch würzig. Spektakuläre Lage. Ja. Und die einzige Lage an der Mittelmonde, wo wir dieses Rotliegende haben, diesen roten Stein. Ja. Ah, stimmt, das haben wir gesehen. Ja. Das ist wirklich schön rot. Das stimmt. Ja. Und hoher Eisenanteil. Und das ist jetzt keine Lage mit dem Fantasienamen, sondern im Würzgarten wachsen sehr würzige, sehr mineralische Weine. Mhm. Das war einer von den Weinen, die wir aus dem 15er Jahrgang halt weggelegt haben und der jetzt halt aktuell im Verkauf gekommen ist. Ja, schön würzig und hat mir lange was im Mund.
Ja, du hast Ausdruck, du hast Tiefe, du hast Vielschichtigkeit, du hast Saft. Ich finde, das hat man bei allen Weinen bis jetzt gehabt, enormen Saft. Ja. Das mag ich auch. Das ist nicht karg, das ist nicht schlank, sondern es ist einfach... So, ja, ich finde es immer ganz besonders schön, wenn Leute so probieren und haben den Wein im Mund. Ja, probieren, ziehen so Luft rein und gehen zum Spucknapf. Ist weg. Ja, so, dann hat es geschmeckt. Ja, also man kriegt gar nicht den Reflex. Ja, ja. Dass dieser Schluckreflex da ist, dass man es gar nicht rausbekommt. Ja. Das war eigentlich ganz witzig, weil ich habe dann ein bisschen probiert in der Vinothek und dann sagte, das hat dein Neffe gemacht, ne? Der hat es auch richtig gut gemacht und er hat dann so gesagt, so, also beziehungsweise du hast ja diesen Farbcode, weiß ist trocken, grün feinherb, ne? So, und dann die edelsüßen Weine. Ja, und dann bringe ich noch mal was von den Grünen, ne, so ein bisschen feiner. Und ich so, nee, ja, danke, wir sind Trockentrinker, ne, lass mal. Ist nett, aber das mache ich mir dann zu Hause doch nicht auf. Und er so, ja, ich gieß mal was ein. Und dann haben wir das probiert und das hat aber alles so eine geile Säure. Aber das ist der Punkt. So mega, dass du wirklich denkst, boah. Deswegen sollten wir ja eigentlich keine Kabinette bei uns in Hessen machen. Du kriegst auch ein paar ganz gute Beispiele, aber eigentlich kommt das, soll das daher kommen. Ne? Vom Boden und von der Klimatik muss man einfach sagen, du schmeckst die Süße dort, ne? Die ist eingebunden. Die ist, ne? Du hast der Weine, da hast du 14, 15 Gramm Restzucker und denkst, im Trunk. Ja, also es hat so einen Spaß gemacht. Je nach Jahrgang. Und mehr. Ja, und dann die Stilistik. Wenn du mal zerrierst und du gehst da drüber und du machst das so, wie wir es eben beschrieben haben. Ich stecke dir 20 Gramm Zucker weg, je nach Jahrgang, wie die Säure ist, wie die pH-Werte sind, wie der Ausbau ist. Das schmeckt man nicht. Nee, das war wirklich... Also aber war echt, du hast hier eigentlich bei uns beim Wunderwerk 17, was wir jetzt hier haben, klar, 2 Jahre jünger nochmal, aber da hast du im Endeffekt dieselbe Idee. Also wir haben zwar keine Korbpresse, pressen aber auch lange mit dem sanften Druck. Wo ist das ausgebaut? Großes Holz? Oder? Großes Holz und Stahl. Ja. Beides. Auch Stahl, beides. Beides, kombiniert. Das sind Westhofen und Bechtheimer Lagen. Das ist Kirschspiel und Moorstein aus Westhofen und Geiersberg Rosengarten aus Bechtheim. Und du hast eher beim Geiersberg eher was, was du auf dem Holz einfassen musst. Und Moorstein auch. Und Kirschspiel machen wir eher im Stahl, genauso wie Rosengarten, die finessereicher und feiner sind. Und das ist halt eine Kombination. Auch alles separat ausgebaut, jeder Leseschritt, jeder Weinberg. Ich finde, das gehört dazu. Das muss einfach so sein. Brauchst aber es ist danach irgendwann zusammengekommen. Wir haben es irgendwann kuvertiert, also beziehungsweise wir lassen es halt eigentlich immer erst, du erntest, dann lassen wir es bis im April, Mai auf der Vollhefe liegen. Dann legen wir es auf die Feinhefe dann meistens. Und das war 2017, das war der erste Jahrgang, den wir einen neuen Wein gemacht haben, wo wir es erstmal Platz hatten. Weil seit der Zeit lassen wir die Rieslinge auch immer noch ein Jahr länger auf der Hefe liegen. Also zum Beispiel 2020er Jahrgang liegt noch komplett auf der Hefe und wird jetzt irgendwann erst gefüllt. Also ab Mittelstufe. Ne? Ich finde, das tut den Weinen unfassbar gut. Weil vorher war es bei uns auch so, wir mussten jedes Fass füllen, weil wir einen Platz gebraucht haben. Und du brauchst auch ein bisschen Spielraum, dass du einfach sagen kannst, Nase liegen, hol sie später raus und dann halt die Flaschen reiben. Normal probieren wir sehr, sehr viel und in Freundeskreisen und verschiedensten Probekreisen, wo man drin ist, probiert man und man lernt halt auch untereinander. Aber es geht mir immer nur, und ich merke, dass bei gewissen Kollegen auch die Stilistik sich geändert hat und dass manche ist, meiner Meinung, die sind übertreiben, mit der zu langen Maischestandzeit. Insbesondere, wenn die Jahre nicht perfekt sind. Was passiert dann, wenn es zu lange auf der Maische steht? Zu breit. Zu breit. Ja, also einmal ist das Kalium, die pH-Werte gehen höher. Aha. Und wenn die Traube nicht die perfekte physiologische Reife hat, kriege ich auch grüne, unreife Noten rein. Mhm. Kern, der grün ist, will ich nicht nur unbedingt fördern mit einer zu langen Maischestandzeit. Und deswegen diese Balance zu finden und das auf jeden Jahrgang, ihr wisst genau, was ich meine, ich erfinde das Rad nicht neu. Ich sage, jeder Jahrgang ist eine neue Herausforderung. Es geht ja letztendlich bei einer Eichung oder Mazerierung, dass ich halt Struktur, Tannine kriege. Ja. Die Struktur kriege ich auch über Beerenschale, Aromatik, diese zestrigen Aromen. Aber wenn die Stiele, das Tannin, das ist wie beim kleinen Rotwein. Ja, wenn die Stiele halt oder die Kerne noch grün sind, dann kriege ich bittere, unreife, grüne Tannine. Mhm. So, und da muss ich halt abwägen. Wenn ich davon zu viel habe, ist der nicht vorteilhaft. Und meiner Meinung nach wird das auch nicht schön, wenn die älter werden, wenn es zu grün ist. Ja. Aber wenn ich halt schwarze Kerne habe, ja, und der Stiel ist schon oben, der erste 2 Zentimeter sind schon verholzt, dann habe ich positive Reifetannine, dann gibt das eine tolle Struktur und dann muss das halt ein tolles, muss Luft bekommen und dann wird das auch in der Zukunft, haben diese Weine eine tolle Entwicklung. Reife ist auch ganz wichtig, ne? Ja. Reife steht ja nicht gegen Frische. Nein. Sondern wenn du es gut machst, heißt hast nicht überreif, sondern dieser perfekte Lesezeitpunkt, von dem ihr immer sprecht, ne? Genau. Das ist die neue Herausforderung für uns heute. Früher haben wir gelesen bis in Dezember. In der Mosel. Wow. Ja. So, jetzt bis in Dezember. Ich weiß, Sie haben am 5. Dezember in den 90ern Trauben gelesen, in der Stoff gefahren. Kein Blatt mehr am Stock, kerngesunde Trauben. Okay. Das ist vorbei. Okay. So.
Ich kenne es halt schon 10, 15 Jahre früher in Bordeaux. Die Tophäuser, die haben halt auch mehrere Wochen gelesen und haben dann gemerkt, dass ihre Qualitäten auseinanderfallen. Mhm. Vom Anfang, Mitte und am Schluss. Das ist blöd. Und die haben es geschafft, halt die Leser halt sehr zu konzentrieren. Mhm. In einer kürzeren Zeit, zum perfekten Zeitpunkt, das reinzubekommen. Da brauchst halt viel mehr Leute. Genau. Und das ist halt unsere Herausforderung und da arbeiten wir dran, halt diese Logistik aufzubauen. Wir sind in der Ernte halt mit 120, 130 Leuten draußen. Und das werden wir noch verstärken. Wie viel hast du? Du hast auch so viele. Also nicht ganz so viele, aber 50. Ja. Na, aber wenn man sich das überlegt, das ist natürlich... Ja, man muss auch sehen, logistisch. Ja, in so ein bisschen gehen 9 Personen rein, dann fahren morgens 12, 14 Busse vom Hof. Ja, und dann die ganzen Zugmaschinen dahinter. Und wir können gar nicht überall lesen gehen mit so einem Team, einmal weil die Weinberge zu klein sind oder weil gar kein Platz da ist. Muss man aufspenden. Ja, und dann werden verschiedene Teams gebildet, wo wir lesen können. Und deswegen kommen abends umso mehr Sorten rein. Das ist natürlich aber tatsächlich dann in Rheinhessen etwas einfacher. Ne? Weil wir, also klar, perfekter Lesezeitpunkt ist ja auch dein Thema. Aber man kann da ein bisschen großflächiger angreifen. Ne? So, also ich meine, man hat das ein bisschen die schneller alles. Noch größer die Parzellen sind größer. Auch nicht immer, aber schon, aber natürlich schon größer als bei euch. Das muss man schon sagen. Also je nachdem, wir hatten ja auch durch die Abteilungen sind bei uns ja auch schon sehr versprengt. Wir haben natürlich in den letzten Jahren versucht, das sehr zusammenzulegen, gerade wegen ökologischer Weinbau. Du brauchst ja auch da gewisse Flächengröße. Mhm. Und trotzdem haben wir auch, ich glaube, auch 170 Parzellen. Also, das ist vielleicht auch interessant. Man braucht eine bestimmte Flächengröße, weil das nutzt sich natürlich nichts, wenn rechts und links von dir die mit Glyphosat da rumspritzen. Ja, und auch Düngen oder sonst irgendwas. Also ganz, ne, die Rebe ist ja nicht nur auf deiner Grenze. Deswegen musst du halt gucken, dass die Flächen eigentlich so groß wie möglich sind. Ich finde, in den letzten Jahren ist es einfacher geworden, weil zum einen entweder ohne Glyphosat, in dem Fall, was du gerade angesprochen hast, gearbeitet wird, oder aber immer mehr Biobetriebe dazukommen. Mhm. Ne? Ich meine, das ist ja auch ein großes Thema, was du dich mit der Domäne widmest, was ich hoch eindrucksvoll finde, weil das ist ja auch nochmal ein anderer Schlag. Aber das ich glaube halt schon. Leider eine ganz andere Dimension bei uns. Und der Mosel ist viel schwieriger, ne? Viel schwieriger. Also die Schlagkraft, die hier haben, auch vom Rebschutz her, das ist. Also an der Mosel habe ich es manchmal gesehen mit dem Helikopter, ne? Das ist natürlich dann auch schon super schwierig. Also der Helikopter kann ja nicht sagen, ich spritze nur von da bis da. Nein, es gibt immer eine gewisse Abdrift. Ja, genau. Also Bio, wo da mittendrin 1000 Meter sind, das ist lustig. Das ist ja genau deswegen, bei mir der Gedanke, bei der Domäne, wo ich als Einziger bin und habe halt 25 Hektar an einem Stück, da kann man das ernsthaft bei uns durchziehen. Also ich habe seit 2000 Weinberge an der Saar, die halt im Moselweingut mit vermarktet werden. Und bis die Domäne dazu kam, in 2016, wurden diese Weinberge auch logistisch immer von der Mosel aus bearbeitet. Und dann, das ist schon ein Stück, ne? Auch wenn du die Trauben nach Hause bringen musst. Ja, es sind 80 Kilometer. Ja. Ja, allein schon. Fährt jetzt kein Trecker so also nach allein Hause, schon, oder? Nein. Zwischen der Moselparzelle hast du ja Wege ohne Ende. Du hast gesagt, die haben dann so eine Hotte da hinten drauf, dann laufen die irgendwie runter mit der Hotte, dann müssen die unten alle ins Buschen, werden wieder hochgefahren. Ja, früher mussten sie alle hochlaufen. Ja. Heute ist Ach, der wie Luxus, lange das dauert. Dass dann 5 Männer gehen gleichzeitig runter mit der Hotte. Ja, und unten wartet dann ein Bus und der fährt die dann wieder hoch. Weil das kostet ja eine halbe Stunde oder länger, bis der wieder oben ist. Aber kein Wunder, dass ihr 8 Wochen braucht. So lesen, ja, ja, also das war immer normal. Also 6 bis 8 Wochen und je länger, desto lieber. Aber jetzt, bedingt auch durch die Klimabedingungen, ist es unsere Herausforderung, dass wir in einer kürzeren Zeit mit der gleichen Individualität lesen können. Und wir möchten nicht schneller machen, sondern dafür braucht man mehr Mitarbeiter. Ja. Und das ist dann wieder das zweite Problem, dass man halt so viele Mitarbeiter nach wie vor noch bekommt. Ja. Jetzt lass uns noch mal über Serik sprechen. Überhaupt diese Renaturierung, die du gemacht hast. Ich glaube, es haben ja auch viele Flächen wieder angelegt. Aber ich glaube, das, was du gemacht hast an der Mosel und jetzt da noch an der Saar, das ist schon einzigartig. Das habe ich so jetzt noch nicht gehört. Also ich habe halt sehr, sehr viele Lagen. Es fing aus in der Hauslage im Wehlener Klosterberg. Ja, wie ich das Haus erwerben konnte, habe ich 1500 Quadratmeter mit erwerben können. Heute haben wir direkt am Haus 10 Hektar hinterm Haus. Und das waren 50 Besitzer gewesen. Das heißt, du saßt in 50 Wohnzimmern. Da, das ist aber schon ein paar Jahre her, das war in den 90ern. Weißt du, du könntest so einen Katalog rausbringen, die Wohnzimmer Deutschlands. Ja, wenigstens der Mosel. Ja, der Mosel, genau. Und dann konnte ich jetzt noch vor 10 Jahren halt mal der hintere Teil vom Klosterberg, wo
wo ich mal Parzellen hatte, aber der Großteil brachgelegt. Ja. Mhm. Und dann muss man sich irgendwann entscheiden, bekomme ich mehr oder gebe ich meine auch auf? Mhm. Weil sonst ist so viel Wildschweine, Wild, Problematik. Weil die verbuscht sind, ja, und dann genau, in dem Verbuschten genau sind dann die Wildschweine und so. Und dann okay. Dann habe ich angegriffen und dann konnte ich da auch nochmal 5-6 Hektar arrondieren. Ja. Also das ist der Hauptberg, sind 10 Hektar, dann gibt es noch einen Winzer dazwischen aus Bernkastel und dann dahinter habe ich dann wieder ein großes Stück bekommen. Im Zeltinger Schlossberg war es genauso, das ist das vierte Gewand. Ja, und ich hatte noch da 4-5 Weinberge, der Rest war alles brach. Und dann ging es drum. Immer, du hast ein ganzes Jahr gearbeitet, Wildschweine weg. Nichts mehr, ja, je nach Jahrgang. Und dann gab es halt die Entscheidung, entweder kriege ich mehr, es lohnt sich, oder ich muss da auch weggehen. Ja. Und dann habe ich angegriffen und dass ich halt dann auch von über 50 Leuten die Parzellen aufgekauft habe. Das sind jetzt 750 Meter, eingewandt, komplett rund, 4,5 Hektar. Aber 50 Leute müssen einen erstmal so mögen auch, dass sie einem das geben, ja, alle oder? Waren wenn ich das so aus Rheinhessen manchmal höre, das ist ja, bis man so einen Weinberg hat, den man will, oder? Total. Mhm. Nee, das ist bei uns nicht anders. Aber bei vielen Leuten im Dorf, ja, habe ich einen gewissen Respekt erarbeitet, dass sie gesagt haben, gut, man muss auch offen mit den Winzern dann reden. Das sind dann oft ältere Damen und Herren. Und die sagen, ja, ist der einzige Weinberg, den ich geerbt habe. Ja, der hat mal 30 Mark gekostet. Jetzt willst du den so billig haben, was Brache ist. Es ist nichts wert. Und das ist schon eine Überwindung für die Leute auch. Ja, es gibt dann immer noch 2-3 dazwischen, die wollen nicht. Ja, und die habe ich dann im Endeffekt weggetauscht. Ja, die habe ich dann großzügig woanders hingelegt, weil wir wegen Arrondierungszwecken das Gesamte haben wollten. Ja. Und da muss man ja kämpfen. Du bist hartnäckig. Ja. Ja, ja, ich arbeite dran. Ja. Was haben wir im Glas? Ich habe uns zwei Weißburgunder eingeschenkt, was ich total spannend finde. Markus hat mitgebracht, Wehlener Klosterberg 2018, Pinot, Blanc Mosel. Und ich habe eingeschenkt 2020, also ganz jung, ganz frisch, Einzelhacker. Weißburgunder von uns. Womit fange ich jetzt an? Was macht ich? Ich habe extra links 2018 eingeschenkt. Max, musst du was sagen, wie er ausgebaut ist? Also ich mache schon sehr, sehr lange halt Pinot Blanc, Weißburgunder. Weißburgunder ist auch eine Rebsorte, die auch schon ganz früh an der Mosel stark vertreten war. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Ich kenne immer nur so Riesling von der Mosel. Aber ja, ja, aber es gab schon 300 Jahre zurück viel Pinot Noir an der Mosel. Okay, ja. Das wissen viele nicht. Ja. Aber Weißburgunder war immer zu Hause an der Mosel. Okay. Mitte der 90er habe ich dann begonnen, die ersten Weinberge wieder zu pflanzen. Das ist hier aus dem Weinberg. Ja, ist Mitte 90 gepflanzt. Das ist zur Auslage, direkt hinterm Weingut gewachsen, im oberen Teil. Das ist halt die älteste eigene. Mittlerweile haben wir auch Weinberge gekauft, die alt sind. Wo schon die 12 Generationen gearbeitet haben? Ja, nee, hier nicht, ja, nee, den haben sie selber gepflanzt. Okay. Ja. Und das hat sich halt entwickelt über die letzten 15 Jahre, dass Weißburgunder schon ein wichtiger Bestandteil ist, auch bei uns. Vor allen Dingen auch für das Klientel, meine Weißburgunder machen immer einen biologischen Säureabbau, sind etwas dezenter von der Säure gegenüber den Riesling. Und es gibt halt immer noch Kunden und Gäste, die halt ein bisschen empfindlicher sind. Angst vor Rieslinge? Ja, wir haben Angst und ich nehme denen oft. Weil es gibt einen großen Unterschied zwischen Säure und Säure ist nicht gleich Säure. Wenn ich eine grüne, unreife Säure aus einer einfachen Lage habe, oder ob ich eine reife, animierende Säure aus einer großen Lage habe, das ist was ganz anderes. Ja, aber es gibt immer noch ein Klientel, die lieber was Dezenteres möchten. Und unsere Weißburgunder, selbst wenn die einen biologischen gemacht haben, haben die immer noch Spannung, weil die halt mit einer anderen Grundsäure geerntet werden, wie in vielen anderen. Also mehr im Süden und in Baden kommen die Moste ja schon mit einer viel niedrigeren Säure rein, wie bei uns. Ja. Und dann der Schiefer, diese Mineralität, bringt auch noch den Weißburgunder eine gewisse Spannung mit. So, und das hier, muss ich noch einen Satz zu sagen, also die Prädikate. Ich bin ja noch immer den Prädikaten treu, Kabinett, Spätlese, Auslese. Ja. In allen Prädikaten, in allen Geschmacksrichtungen, trocken, fein, herb, süß. So, aber das ist nur dem Riesling vorbehalten, diese Prädikate. Ach so, die machst du gar nicht für die Burgunder. Nein. Weil es macht keinen Sinn, okay, jetzt hier Auslese trocken drauf zu schreiben. Das macht für mich bei den Burgundern keinen Sinn. Und deswegen haben wir hier ein Sternesystem auch eingeführt. 1, 2, 3. Und der hat? 3. Natürlich. Ja. Du sollst nichts mitbringen. Aber das gibt es auch nicht jedes Jahr. Okay. Also das ist auch das höchste Niveau. Und das ist nicht der beste jedes Jahr, sondern ist ein gewisses Qualitätsversprechen dahinter. Dann muss alles perfekt sein, damit ein Pinot Blanc auch 3 Sterne bekommt oder auch ein Pinot Noir 3 Sterne bekommt. Also wenn jetzt der Wein, wenn du jetzt nächstes Jahr sagst, der ist gut, aber
so gut wie letztes Jahr war er, nicht? Dann kriegt er keine drei Sterne. Dann kriegt er nur einen oder zwei. Das ist ja. Es wird selektiert, die Weinmärkte hat darauf hingearbeitet, immer auf die drei. Ich weiß, die 10 Fässer ist eigentlich die Selektion des drei Sterns. Aber bei der finalen Probe, wenn er dann nicht... Wenn er da nicht mithalten kann. Auch ein bisschen Selbstkasteiung, ne? Dann ja, nee, aber das ist einfach, man muss einfach so sagen, der Kunde, der gewohnt ist, drei Sterne zu trinken, das ist egal, ob der es heute trinkt oder in 5 Jahren, ja, er ist immer im gleichen Niveau. Ich meine, die meisten haben ja tatsächlich jetzt dieses VDP-System so ein bisschen übernommen. Gutswein, Ortswein, Lagen. Du bist ja auch nicht so gut, auf den VDP zu sprechen. Nee, ich habe gar nichts gegen den VDP. Es ist nur so, dass ich es kritisiere, dass man keine Kabinette mehr und keine Prädikate mehr im trockenen Bereich machen darf. Ja. Ach, das sind alles liebe, nette Kollegen, die sich alle um das Thema Riesling Deutschland bemühen, was ich sehr respektiere. Nur wir hier an der Mosel, das für andere Regionen vielleicht nicht so wichtig ist. Auch der Rheingau gab es Freunde von mir, die sehr viel, einen sehr wichtigen Wein bei der Kabinett trocken. Die wurden halt so lange gequält, bis sie ihn wegmachen mussten. Ja. Das ist ja verrückt eigentlich. Ne? Ja, so. Und das Faszinierende in der heutigen Zeit, alle möchten irgendwelche Leitprodukte, künstlich. Mhm. Ja? Alle wollen Leit. Das ist 100% ein Kabinett von uns im trockenen Bereich, liegt bei 9,5 bis 10,5, 11 Alkohol. Das ist international richtig leicht. Ja. Mit vollreifen Trauben. Und das ist halt eine Spezialität, die man genommen bekam. Oder würde man dadurch verlieren? Ja. Und jetzt ist es ja auch die Diskussion in dem neuen Weingesetz, dass man die Prädikate möchte im Trockenen abschaffen, wo ich nicht dafür bin. So, ich habe jetzt 40 Jahre erzählt, meine Kunden verstehen das System und jetzt ist morgen alles anders. Und machst du so Klammer Lage, auf und schreibst das dann rein? Ja, es gibt ja jetzt Kollegen, bei dem heißt er nicht mehr Kabinett. Mhm. Dann hat er jetzt noch so einen Zusatzname, woraus man lesen kann, es ist Kabinett. Oder sich den lieben einen mal erklären, das war früher der Kabinett. Ja, also, wo sind wir denn? Verrückt, ja. Ja, und das ist halt, was mich ein bisschen stört. Ich meine, wir sind alle auch irgendwie am Lagefetischiste irgendwo, wenn du das natürlich weißt, die Lage beeinflusst den Wein ohne Ende. Und das willst du irgendwo auch draufschreiben. Mhm. Und wir sagen, je höher der Wein, umso kleiner ist der Bereich, wo es herkommt, das ist die Einzellage zum Schluss. Ja. Aber trotzdem müssen wir halt echt auch gucken, dass wir es uns nicht so kompliziert machen, dass es kein Mensch mehr außer uns versteht. Ne? Ja. Ja, aber ich sag jetzt mal, ich habe das Zeltinger Sonnenuhr. Ja. Ist für mich eines der absolut wichtigsten Lagen. Ich werde dann oft gefragt, was ist denn dein Lieblingswein? Ja? Ich habe halt 30 verschiedene Lagen an der Mittelmosel. Ja. 22, die auf den Markt kommen. Ich würde die anderen ja nicht machen, wenn sie mir nicht gefallen würden. Aber es gibt natürlich so ein Herz. Ja? Und das ist halt die Zeltinger Sonnenuhr, ja, weil ich da auch den größten Besitz drin habe und die ältesten Reben. Ja? Und gerne wird Molitor in einem Atemzug mit Zeltinger Sonnenuhr genannt. Ja. Dass wir heute auch Prälat besitzen dürfen und Doktor und Uerziger Würzgarten und Braunenberger Jufa, das wird anderes. Aber es wird gerne Zeltinger Sonnenuhr mit Molitor verbunden. Weil da halt auch in schwierigen Jahren immer das größte Potenzial ist, durch die Fläche. Aber wenn ich jetzt ein großes Gewächs da mache, darf ich nichts anderes mehr machen. Das ist ganz schwer für mich. Also muss halt, du bist das müssen wir aber nochmal erklären. Wenn du ein Markus hat ja eine Lage, Zeltinger Sonnenuhr, und dann teilt er es ja in ganz, ganz viele kleine Teile auf, weil das ist ja auch so, wenn eine Lage ist, ja nie gleich. So, genau, aus dem einen machst du Kabinett, aus dem anderen machst du, das meinst du, oder? Ja, genau, aber es gibt ja auch bei Markus auch die Sterneaufteilung. Was ich meine, auch vielleicht auch nochmal auf die Prädikate zurückzukommen. Mhm. Ein Prädikat, und deswegen macht es ja für gerade den Bereich hier Sinn, weil ein Prädikat hat eben mit dem Zuckergehalt zu tun. Und es war ja früher so, je höher der Zuckergehalt, umso höher das Prädikat, umso höher die Qualität. Im ganz trockenen Bereich, in dem wir uns auf unseren Kalksteinböden teilweise befinden, hat es grundlegend, muss man sagen, die Bedeutung verloren, weil du halt viel mehr darauf abgeprägt bist und viel mehr darauf guckst, dass du halt sagst, du hast es wirklich voll trocken und es geht nicht um die Süße, es geht nicht um die Konzentration, sondern es geht um den Ort, wo es herkommt, es prägt es viel mehr. Mhm. Hier hast du die Kombination, es prägt der Ort, aber es prägt natürlich auch, weil es noch die Süße hat, auch der Zuckergehalt. Wobei natürlich, das war jetzt für mich irgendwie so, da dachte ich so, ach ja, ist ja verrückt. Eine Auslese kann ja auch trocken sein. Yeah. Ich habe eine Auslese immer verbunden mit Süße. Aber trocken heißt trotzdem eine Mosel. Ich weiß nicht, wie viel Gramm sie hat. Trocken? Nee, also gesetzlich darfst du ja 9 Gramm haben. Und die sind bei 9 Gramm? Nee, nicht alle. Das ist ein ganz wichtiges Thema bei mir, ist 100% Spontanvergärung. Mhm. Keine Enzyme, keine Schönung, keine stabilisierenden Maßnahmen. Und es ist halt so, wenn man wirklich, und das ist ja wieder seit mehreren Jahren, spontan zu vergären. Ja? Und bei manchen Weinen rieche ich rein und dann sage ich, ist das hier spontan vergoren? Und die Kollegen, die es halt trocken haben müssen, also ich rede davon, sie müssen
auf die 9 oder drunter. Also wenn ich ein großes Gewächs mache, ja, muss das halt trocken sein. Die helfen dann unter Umständen nach. Dass man halt mal noch eine Nachimpfung macht mit einer stärkeren Hefe. Meinetwegen, wenn Sie sagen, Sie arbeiten spontan, dann beginnen Sie spontan. Aber es wird öfter nachgeholfen, sage ich einfach. Das musst du nicht, weil du kannst jetzt auch sagen, ich muss halt nicht Feinherben. Ja, ja, nee, also ich hätte hier gern auch, wo wir alles sortiert haben und alles gemacht für den perfekten Trockenen. Und dann habe ich davon 10 Fässer. Und wenn es dumm läuft, schaffen es 2 nicht. 2 bleiben stehen. Nur das ist ja kein Unglück für mich, dann sind die halt Feinherben, weil das gibt es auch im Sortiment. Dann haben sie weniger trocken. Ja. Ich finde es ganz spannend, weil Markus hat 100% für deinen Bereich, hast du recht. Ne, bei uns ist ja so, ich bin ja auch, keine Enzyme und so weiter. Ja. Spontangärung ist bei mir genau dasselbe Thema. Aber wir haben ja den Punkt, wir haben ja andere pH-Werte. Ich weiß. Genau. Ja, und ich war früher so ein Verfechter, der auch gesagt hat, 100% alles spontan, dann ist mir die Hälfte kaputt gegangen. Die waren nur süß, die war kaputt, ne? Ja. Weil es dann irgendwie flüchtige Säure gekriegt hat. Und das seit der Zeit ist es auch bei uns so, dass wir da zum Beispiel auch mit Säckehefen, mit Saccharomyces nachimpfen müssen, um sie trocken zu kriegen. Wenn sie aus, letztes Jahr war es zum Beispiel, hat man super Versorgung von der Hefe, ist Bombe gegoren. Ich verstehe das. Und ich sehe es aber auch so, es ist aber so wichtig, dass jeder so seinen Weg findet. Aber das sind Themen zum Beispiel bei euch, du kannst den Wein 2 Jahre gären lassen und rein theoretisch ist es ganz entspannt. Ich habe jetzt noch, also von dem aktuellen Jahrgang stehen in der Gärung weit über 100.000 Liter. So dass wir bei anderen Regionen Ich schlafe nicht mehr. Der pH-Wert ist so tief, da passiert nichts. Die sind voll, die liegen kühl. So, wir hatten gedacht, jetzt Ostern bei dem Start, also das ist immer auch so, wenn die Natur losgeht und dann Vollmond ist, dann werden die wieder unruhig. Mhm. Ja, da war es noch ruhig, weil die Keller zu kalt waren. Mhm. Aber jetzt kommt's. Ja. So, und das sind natürlich Weine. Die anderen sind schon gefüllt. Die fangen jetzt nochmal an zu gären. Du weißt ja, wie lange die zurück sind. Ja. Und das ist halt so. Was natürlich umgedreht auch gigantisches Potenzial ist, weil du hast lang die Hefe schwebe und dadurch halt natürlich unheimlich viel Geschmack. Ne? Ja. So schön, also eine spannende Kombination. Genau, wir müssen da mal drüber reden. Ganz, ganz jung. Viel Holz im Vordergrund noch. Und hier ist es alles sehr kompakt. Ich mag auch gerne. Aber das also hier, ist ein ganz toller Wein auch hier schon, oder? Obwohl der so jung also noch ist. Hier merkt man, 18 mal die sehr warme, sehr reife Jahr. Ja, das war für uns auch ein ganz besonderer Jahr. Ein ganz besonderer Jahrgang von dem, vom Saft her, von der Reife, perfekte gelbe Frucht. Hier ist halt auch klassisch spontan vergoren. Hier sind ungefähr 15% Maische vergoren. Dann kam 80% Holz, neue. Hat er komplett geschluckt, ne? Ja, ja. 80% Erstbelegung, aber auch alles absolut High-Class-Fässer. Das sind Encru-Fässer aus Burgund. Was hast du genommen? Mercury. Mercury. Ich habe nur mit Mercury. Mercury. Ja. Markus, sag doch mal was zu dem Einzigacker hier, den wir hier trinken. Ja, also finde ich auch jetzt besonders, weil der noch so jung ist, absolut strahlend, glockenklar. Finde ich auch. Und, jetzt in der Jugend auch noch ein bisschen von dem Holz, das geht ja weg. Das Holz ist warm, ja. Aber witzig, die Parallele, ne? Ja, es gibt eine Parallele, ja auf jeden Fall. Also diese Cremigkeit drin. Ja, toll. Also dafür, dass er so jung ist noch, finde ich, dass es sehr viel Schmelz schon zeigt. Mhm. Ist, da merkt man, es ist hochwertiges Traubengut dafür. Ja, es ist ja auch bei uns ist ja so, dass du halt viel, auch gerade bei dem Burgunder, auch echt gucken musst über die Laubbandgestaltung, dass du die Trauben beschattest, dass du halt die Weißburgunder gerade kühl reifen lässt. Ne? Mhm. Weil dann hast du ansonsten schon Jahre, 20 war jetzt nicht so kühl, also das Opulenten ist breit. Man versucht ja immer auch irgendwie die Frische zu halten. Deswegen nehmen wir halt eher die Blätter aus der Mitte raus, lassen außen drüber, was viel, viel mehr Arbeit ist. Aber zum Schluss halt natürlich genau, du kriegst genau das, was du haben willst. Wir haben 2 Laugsauger, die wir nicht benutzen, weil sie mir zu viel wegmachen. Exakt. Und wir holen auch von innen mit der Hand die Blätter raus. Mhm. Dass, genau wie du gesagt hast, dass die äußeren Blätter noch da sind. Schatten. Auch wegen der Frische. Aber mir geht es um die Phenolik in den Weinen. Wenn ich halt zu sehr entblätter, habe ich eine andere Beerentemperatur auf der Traube und die Phenolik wird anders und die Weine werden härter. Ja, und die Weine bekommen für mich früher einen Alterston, sage ich jetzt mal. Ah, das ist nicht die schön. Die Weine entwickeln sich schneller, wie wir es gewohnt sind. Mhm. Und das ist auch der Unterschied zwischen einer Einzelfallanlage. Ja, okay. In einer Einzelfallanlage steht der Rebstock halt im Berg und wir haben nur die Haupttriebe. Wir binden ja die Herzbindung, wir haben die Haupttriebe, 5-6 Stück, die hochgebunden werden. Und wenn wir normal rechnet man ja immer, wie viele Blätter, also Traube, Blatt, in einer Regel 2, eventuell mal 3. Wie sieht das so aus? Ihr macht das nicht nach Bauchgefühl, ihr macht so... Ja, nee. Und je mehr Blätter so ein Trieb hat, deswegen haben wir ja Drahtanlagen mit hohen Laubwänden. Mhm. Ja. Ich habe mich eben erschrocken, wie ich hier durchgefahren bin.
ich sage jetzt mal erschrocken, wie hoch die Weinberge sind. Deswegen bist du... Ich wollte gerade sagen, also ja. Nee, wie aber hoch die Stämme sind. So. Wahrscheinlich bist du deswegen so lange hierher gefahren, weil ja, du noch die ganzen Weinberge... Das ist natürlich immer, wo du guckst. Ne? Ja, ja, aber wie hoch sind die? Meter? Meter 10? Stammhöhe? Wenn du die Anlagen siehst, die bequem zu bewirtschaften sind. Ja. Ja, so, da können die im Stehen da stehen. Ich habe einen Steilhang und habe die auf 50 runtergemacht. Oh. Dann haben wir 2,20 Meter Laubwand. Aber euch ist ganz gut, weil es ist ja so steil, da kannst du von weiter unten, ohne dich zu bücken, quasi immer den oberen Stock. Es gibt ja mittlerweile bei uns viele Betriebe, die Laubwand verkürzen, weil sie sagen, sie wollen, ich sehe das ja auch als persönlicherweise als Fehler, meiner Meinung nach, weil ich glaube halt auch, ein Stock braucht Blätter und Rauch braucht genug Blätter. Mir war es ja immer so, letztendlich, die Blätter sind die Antennen für die Einlagerung vom Zucker, sagen wir es mal vereinfacht. Ja. Okay. Und je mehr Blätter ich habe, ja, wenn ich 10, 12 Blätter habe für die 2 Trauben unten, dann kriege ich mehr Reife da. Man sagt, ein optimales Blattfruchtfeld ist 7:1. Aber es ist halt tendenziell, je mehr du hast natürlich auch eine höhere Zuckereinlagerung, muss man aussagen, fairerweise. Aber auf der anderen Seite lagerst du auch generell mehr ein. Ja klar. Und jetzt ist es beim Einzelfall so, dass der halt anders wie eine Drahtanlage steht. Die Drahtanlage ist so, ich habe die Besonderung von hier und der Einzelfall steht immer voll. Mhm, also einfach so. Ja, aber normal eine Drahtanlage ist immer früher reif wie ein Einzelfall. Ja, weil er mehr Blätter hat. Also okay, verstehe. Von der Zuckerreife her. Ja. Dabei dachte ich, dass Blätter eher verschatten und dadurch sozusagen es später reif wird. Ja, ja. Du kommst ja jung und alte Blätter. Auch da ist okay, junge und alte Blätter. Boah, Leute, jetzt wird echt ein bisschen kompliziert. Ja, und das ist die Herausforderung heute, diese Kombination zu finden. Ja. Innen die Blätter raus, dass die Trauben Luft haben. Auch wenn man Rebschutz macht, auch biologisch, dass wirklich auch das Mittel dahin kommt. Es gibt keine systemischen Mittel, ja, die in den Kreislauf der Pflanze gehen. Ja. Da muss sehr luftig, sehr viel Handarbeit gemacht werden. Mhm. Man kann auch mit der Maschine durchfahren, ist alles weg. Mhm. Aber das ist auch nicht so gut, wenn man die Weine auf die Zukunft sieht. Okay. Gerade so bei so eleganten Rebsorten wie Weißburgunder, ja. Der ist ja deswegen auch, wenn du Grauburgunder hast, immer breitschulteriger, weil die Violettfärbung hat von den Beeren. Er reift schnell, ein Weißburgunder reift so langsam. Wenn das halt noch positiv unterstützt, hast du halt eine ganz, ganz lange Reife, viel mehr Tiefe, viel mehr Frucht, viel mehr Saft und Eleganz. Weißburgunder, Sehr gut. Er braucht halt noch ein bisschen, aber da kommt. Ist gut? Ja, du sagst, gut? Ja. Sehr gut. Und der ist auch, wie trocken ist der? Der ist richtig trocken? Ja. 0,5 Gramm. Dafür hat er halt sehr schönen Schmelz, jetzt schon. Ja. Ist halt Kalk, ne? Ja. Das ist so. Ja, ja. Das sage ich aber auch immer. Aber deiner hat auch schön Schmelz. Yeah. Das muss man auch sagen. Aber der hat nicht 0,5 Gramm Zucker. Ja. 3, 4? Ja, der kann auch 6, 7 haben. Ja. Aber man schmeckt den Zucker nicht. Ja, nee, man schmeckt ihn nicht und das ist halt das Geile. Das ist ja immer der Punkt. Ne? Ich bin auch genau bei Alkohol. Wenn man sagt, ach Gott, 13,5, 14 Volumen Alkohol oder 10, 11. Ja. Das ist ja auch so ein Spannend. Wenn du beim Markus jetzt die Weine guckst, hast du um 10-11% Volumen den Alkohol gehabt. Wir haben irgendwie 12, 13, 14 Volumen. Wir hatten noch neulich was mit 7,5, oder? Was haben wir denn da probiert? Gleich kriegen wir noch was mit 7,5. Du darfst es nur nicht, egal wie, dann mache ich hinterher, genau. Du darfst es nicht schmecken. Nee. Du darfst es nicht schmecken. Ja. Also wir sind ja ein absolut Verfechter von leichtem Wein. Ja? Und man muss ja mal ganz klar sagen, wenn man so arbeitet, wie wir arbeiten mit Spontanhefen. Mhm. Also wenn bei mir 12 draufsteht, spontan vergoren, wenn man das würde ausbauen, wie heute es viele machen, gekühlt mit industriellen Hefen, dann hat der locker 13 Alkohol. Und nach je nach Jahrgang kann er auch 13,5 haben. Mhm. Das heißt, normal sagt man, aus 1 Öchste sind 2,4 Gramm Zucker. Mhm. Ja, und 8 Öchste ergibt ein Volumen Alkohol. Also muss 1 Öchste 1 Gramm Alkohol geben. Aber diese speziellen Hefen, wie sie programmiert sind, halt Zucker, Alkohol, die brauchen halt nicht 2,4 Gramm. Mhm. Um 1 Gramm Alkohol zu binden, die brauchen nur 2 Gramm oder 2,1 Gramm. Okay. So, und so kommt an der Endkette, weil sie sparen an Zucker. Ja. Und es gibt bei einer spontanen Gärung halt, wenn man so eine Formel sich aufschreibt von einer Gärung, ist die ganze Zylinder 4 Seite voll. Das ist so ein bisschen kompliziert, aber es gibt so viele Umwege, wo Zucker veratmet wird. Ja. Prinz Traubensäure und so weiter. Mhm. Und das fließt in die Extrakte rein. Deswegen haben wir Komplexität, aber nicht so einen hohen Alkohol. Das ist ganz entscheidend, warum wir das auch tun. Ja, also mich habt ihr schon hier heute wieder, ne? Das geht schön, einfach. Total viel Spaß. Das macht total echt viel Spaß. Wo ist genau hier? Wo ist das genau? Kommt aus dem Stein, aus dem Geiersberg. Also Kalksteinlagen, relativ, aber halt unsere ältesten Weißburgunderlagen. Ich muss auch sagen, ich habe das ja versucht, eine 30 Jahre alte Weißburgunderparzelle drunter zu schneiden. Das hat nicht funktioniert.
nicht funktioniert. Das ist so speziell? Dass ja, das ist eine Mischung aus 3 Weinbergen und die kriegst du nicht verändert. Fertig, das ist so. Aber nochmal zu dem Thema. Wir Winzer, wir reden ja gerne immer über alte Rebstöcke. Ja, und je älter, desto besser. Wir haben nun mal an der Mosel Glück, dass wir gewisse Lagen haben, wo die Rebflos nicht war und wir diese alte Genetik noch haben. Großes Glück, ja. Ja, also ein Riesenglück, ein Schatz, den wir da haben. Aber das ist sozusagen wurzelecht. Genau, das ist noch, ne, wie man sagt, ja. Ja, wir haben noch viele Jahre wurzelecht gepflanzt. Ja, ja, verboten. Aber bis man uns es verboten hat, ja, gänzlich. Ja. Ja. Auch euch haben sie es verboten? Ja, obwohl da keine. Aber ich habe gedacht, es gibt eine Abschnitte, wo ihr das dürft. Ja. Aber selbst wenn es verboten ist. Gänzlich verboten sogar. Namen haben wir schon genannt bei uns im Ort. Der hat dagegen geklagt. Ich glaube, er hat sogar gewonnen. Aber bedingt durch die Triechen, die entstanden sind in den letzten 20 Jahren, ist die Rieblos wieder vermehrt aufgestritten. Durch die Triechen, was ist das? Weinberge, die brach liegen. Ah, okay. Und nicht ordnungsgemäß abgeräumt werden. Oh, okay. Da entwickelt sich wieder diese Infektionen. Und wir haben jetzt in, kann man ja sagen, in Uerzig, wo ganz traditionelle Winzer sind, die nach der Flurbereinigung sehr viel wurzelecht gepflanzt haben, ist die Rebflos jetzt wieder aufgetreten in jungen Anlagen. Verrückt. Ich dachte, das ist eher so ein Phänomen, das lange zurückliegt mit der Rebflos. Es ist leider so, wir schätzen so unsere alte Reben, weil das noch die alte Genetik ist. Mhm. Und dann hat man in den 60er, 70er Jahren, 80er Jahren halt die falsche Genetik gepflanzt. Ja. Es gab halt zu wenig, ne? Und dann ging es nur um Menge. Ich gut, aber auch, ich sag mal, auch unsere Fachstellen haben die Reben nur gezüchtet auf Ertragssicherheit und Menge, weil die Fläche limitiert war. Genau. So, und ich nenne das nicht Trauben, ich nenne das Obst. Was die da an? Ja, das ist Obst. Ja. So, wenn sie halt eine Genetik pflanzen, die halt 15.000 Liter oder mehr bringen kann pro Hektar in einem guten Jahr. Dann kannst du einen Traubensaft machen. Ja, wenn man die möchte regulieren auf 5, das geht gar nicht. Weil die hat so einen Druck, die Trauben platzen einem, bevor sie reif sind. Ja? So. Das schmeckt mir auch. Und guck mal, der hat gleich die ganze Flasche leer, bevor wir überhaupt das abkriegen. Wir müssen uns beeilen. Bestes Beispiel. Deswegen trinkst du das da. Super Wein. So, aber noch ein Satz dazu, dass wir das jetzt anbringen. Weil ich bin ein Riesenverfechter dieser alten Reben. Aber es war halt eine ganz geraume Zeit so, wenn man halt die falsche Genetik gepflanzt hat, die zu wüchsig war, hat man gesagt, der Weinberg muss 20, 30 Jahre alt sein, bevor da mal Qualität wächst. Und ich bin durch die Weinberge und habe meinen Rebstöcken, die besonders gut geschmeckt haben, kleine Trauben, tolle Aromatik, locker Beeren, den habe ich ein rotes Band angezogen. Ja, das habe ich ein paar Jahre gemacht. Und dann habe ich mir halt aus 3 Ländern Fachleute geholt, die sind dann mit mir durch die Weinberge. Immer so kurz vor der Reife, also kurz vor der Ernte. Und dann haben die mir von meinen, ich hatte über 1000 Rebstöcke gekennzeichnet, haben die mir 30% oder 35% eliminiert, die Bänder abgemacht, weil die gesagt haben, dieser Rebstock ist in den letzten 100 Jahren durch Mutationen so weit verändert, dass es nicht Sinn macht, den morgen wieder neu zu pflanzen. Und die anderen habe ich genommen, und das ist eine Selektion Massal Molitor. Und die habe ich dann in der Rebschule vermehrt, habe die dann in den ersten Jahren noch wurzelecht gepflanzt und dann aber auf ganz schwache Unterlagen gepflanzt. Ja. Schwache Unterlagen, das müsst ihr nochmal erklären für die Hörer. Ja, also wenn wir heute eine wurzelechte Rebe ist, dass die Rebe aus einem Stück ist, europäisch, ein Stück. Ja. Das haben wir bis vor mehreren Jahren pflanzen dürfen, aber bedingt durch die Rebflos hat man das verboten. Und jetzt vereinfacht gesagt, es gibt amerikanische Wildreben, die sind halt resistent gegen diese Rebflos. Und da fropft man dann obendrauf den einheimischen Riesling und da wächst unter der Erde diese resistente Unterlage und oben hat man den heimischen Riesling. Okay. Nur von diesen Unterlagen gibt es 100 verschiedene. Die also auch welche, Böden, die ganz viel Austrieb genau, haben. Genau, von bis mit viel Kraft, weniger Kraft, für Kalk, für Schiefer, für saure Böden. So. Und das haben wir nicht erfunden. Die Reben gab's, diese Unterlagen gab es schon vor 100 Jahren. Nur, weil immer alles auf Menge gedrillt wurde hier in Deutschland, haben wir die wieder ausgegraben. Und jetzt pflanzen wir eine ganz schwache Unterlage, pflanzen da unsere Genetik oben drauf und setzen die. Und normal sagt man, dass man nach 3 Jahren wieder im Ertrag ist. Wir brauchen mit diesen schwachwitzigen Unterlagen oft 5 Jahre. Wenn wir so 2 trockene Jahre haben, brauchen wir auch 6 Jahre. Also bis wir das bedeutet, da kommt wenig. Da wenig, da wachsen wenig. Aber jetzt kommt's, dass wir dann, wenn der Rebstock bis angewachsen ist und sich entwickelt hat, dann drückt die Laubwand einmal hoch. Mhm. Ja, wir brauchen noch nicht mal mehr Laubschnitt zu machen. Okay. Ja, das heißt, dieser Laubschnitt irgendwann, das ist Kosmetik, das da oben nicht so franselig aussieht. Oder wickelst. Ja, oder wir wickeln auch. Es gibt hier
Kollegen hier, die sind ja vielleicht, ihr seid nicht viel weiter wie wir dieses Jahr. Ja, ich hab, also auf jeden Fall, wo ich jetzt hier durchgefahren bin. Die tun im Juni schon Gipfeln oben. Also dicke Trauben. Oben, Rebschnitt. Wenn du oben abschneidest, geht halt die ganze Kraft eigentlich in die Traube und dann wird die so, boah, ja, genau. Das wollt ihr gar nicht. Nein. Weil jetzt ein kleines Jahr. Ja, ja. Und das ist auch ein Thema, wo wir der Klimawandel halt entgegenwirken. Wir kriegen immer noch pro Jahr die gleiche Niederschlagsmenge wie immer. Mhm. Nur der Regen kommt nicht mehr so schön verteilt. Und leider kommt der Regen mehr Richtung, für uns auf jeden Fall. Ihr habt ja schon ein paar Mal Glück gehabt, weil ihr noch früh genug dran wart. Ja, dass er für uns zu spät kommt. In die Reifephase rein und Richtung Ernte. Dann platzen die schnell auf, ne? Genau. Ja. Deswegen machen wir Begrünungen, was schwierig ist im Steilhang, bei 70% Steinanteil, die Begrünung hinzukriegen. Aber deswegen wickeln wir auch oft oder gippeln extrem spät, dass wenn so ein Regen kommt, genügend Laubmasse da ist, die das Wasser aufnehmen kann. Mhm, dass die alle auf die Traube kommen. Und die Kraft woanders hin. Okay, verstehe. Ja, die Wurzeln, die gehen da. Es macht doch einfach immer wieder Sinn. Hast du mir da auch was eingekostet? Ja, ist das hier? Also wir haben einen neuen Wein im Glas, ich komme gar nicht mehr mit. Ich muss das hier sagen, ne? 2020 Zellinger Sonnenuhrkabinett. Das wächst bei uns halt nicht. Ja. Und deswegen macht es so Spaß, weil ich freue mich, wie jede Flasche, die ich kaufen kann. Und deswegen machen wir das auch nicht. Weil es einfach so lecker schmeckt. Du hast hier volles Geschmacksvolumen, krass, mit 7,5% Volumen Alkohol. Ein sauleckerer Wein. Es hat diese goldene Kapsel, also fruchtig. Süß, ja. Aber es hat so eine geile Spannung. Säure und Spannung. Spannung und Säure, die wir haben, wenn ich jetzt den Zuckergehalt nennen würde. Ja, nee, aber brauchst du gar nicht. Du schmeckst den Zucker nicht. Aber 65. Oh, ehrlich? Ja. Ja. Verrückt. Ja, wenn man das aus manch anderen Regionen trinken will, wäre es Papst. Papst. Nein, das ist richtig geil. Auch jetzt im Mund, ich finde, das ist so superschöner, saftig. Spondinote. Geil. Sehr, sehr gute Wein. Schnell Fragerunde, deswegen bin ich mal langsam eingestiegen. Oh. Markus, mit welchem Wein verführst du deine Frau? Es kommt auf den Anlass an. Oh, das wird immer spannender. Ja, ja, ja. Sagen wir so, nicht falsch verstehen, aber wir haben das komplette Repertoire. Ja? Okay. Von trocken leicht bis trocken kräftig, über einen Hauch von Süße bis hin zu fruchtig, was wir jetzt haben, du bis edelsüß. Du kannst echt gucken, wie sie drauf ist. Und das nee, auch was das, ich sag mal, da hängt ja auch in der Regel ein bisschen ein nettes Essen dazu. Ja. Ja. Und ich sag immer ein bisschen frech, es gibt kein Menü, wo ich nicht den passenden Wein zu finde. Ja. Ich muss das mal kurz unterbrechen. Der Jochen hat gerade mal hier dem Kollegen, der die Kamera macht, gerade mal. Ich finde, er macht einen tollen Job, der muss auch mal was sehen. Okay, also du bist flexibel. Ich bin flexibel, ja. Und das ist stimmungsabhängig, Essen oder ob man Solo-Wein trinkt. Aber Markus, muss ich was fragen? Verführst du deine Frau immer nur mit dem eigenen Wein? Ich muss jetzt gestehen, meistens ja, aber das ist ja am einfachsten, da weiß ich, dass es gelingt. Du, weil du sicher gehen willst. So gesehen, hier so ein schöner Kaffee. Jochen, welcher Weinmythos ist absoluter Quatsch? Haben wir vorhin gerade gesagt, hier, der beste Wein ist der getrunken oder gekauft ist, die Flasche. Also Zeit ist einfach key. Nein, zu 100%. Gib dem Wein die Zeit und vor allem muss der Wein natürlich aber auch das Potenzial haben. Genau. Und dann wirst du einfach eine Aromenwelt entdecken, gerade bei der Rebsorte Riesling, die du mit keinem anderen Wein entdeckst. Mm. Und das ist das, glaube ich, für das wir brennen, für das wir hier arbeiten den ganzen Tag und was den Spannungsbogen hält, der es auch ausmacht, für uns weiterzumachen. Und wir erzählen das auch eigentlich in jeder Folge, weil ich habe es noch gelernt, ne? Weißwein musst du schnell trinken. Yeah. Ja, weil es auch nicht gehalten hat. Ja, weil es nicht gehalten hat, aber jetzt kenne ich ja euch. Ne? Jetzt weiß ich, kann das wegkriegen. Ich muss dann immer dazu sagen, also das, was ich kennenlernen durfte aus unserer Region, hat gehalten. Mhm. Ja, das sind die Kollegen, die wir schon genannt haben. Mhm. Das waren meine Vorbilder und sie hatten eine Stilistik. Und wenn da 50 Weine auf dem Tisch gestanden haben, blind, und da war J.J. Brüm, da war Grünhaus drin, da waren diese Top-Kollegen von früher drin, die konnte man wiedererkennen. Ja. Das war unvorstellbar für mich, das zu lernen, als junger Probierer, als junger Winzer, diese Stilistik, diese Handschrift zu haben. Mhm. Ja? Jeder ist anders, aber trotzdem individuell. Wir hatten jetzt hier schon einige Leute am Tisch sitzen, da hatten wir echt schon ein paar Charakterköpfe. Es ist so schön zu sehen, was du mittlerweile für Weine aus den verschiedenen Regionen in Deutschland kriegst, die alle Charakter haben und einen Ausdruck haben,
Also machst du keine Gedanken um den Ruf, ne? Das ist schon beeindruckend. Ja, das ist schon schön. Also was sich entwickelt hat, ist Wahnsinn. Halt sensationell. Ja. Ja. So, nächste Frage. Markus, 2 Weingüter jetzt. Eine Fläche von 130 Hektar, ehrlich, in einem Gebiet, wo ihr so steil hoch und runter lauft. Wie entspannst du dich? Hast du mal frei? Fährst du mal in Urlaub? Ich muss sagen, dass ich 20 Jahre oder 25 Jahre nie in Urlaub gefahren bin, weil ich habe meine Arbeit als Urlaub empfunden. Ja. Aber seit mehreren Jahren fahre ich mit der Familie in Urlaub. Ja. Ja, und ich rühme mich auch nicht damit, aber mir persönlich hat nichts gefehlt. Das darf man nicht falsch verstehen. Ja? Ja. Weil wenn man das lebt, was man tut, wir kommen viel rum in der Welt, geschäftlich. Und wir kriegen keine Schläge, wenn wir irgendwo eine Präsentation machen. Das sind immer Leute, die auf Präsentationen kommen, auf Veranstaltungen, die sind gut geläumt. Das sind Weinleute. Das ist immer eine angenehme Atmosphäre. Aber ich gebe zu, das habe ich falsch gemacht. Das hat mit Urlaub nichts zu tun. Aber seit wenigen Jahren, und ich habe jetzt noch mal einen kleinen Nachwuchs gekriegt vor 3,5 Jahren, fahren wir in Urlaub. Du hast eine richtige Patchwork-Familie, ne? Ja, 7 Kinder. Wir haben 7 Kinder. Verrückt. Manche rechnen immer falsch, weil wenn sie fragen, haben sie Kinder? Dann sagt meine Frau, ja, 5. Und sie? 3. 8. Nee, 7. Ja, wie? Ja, vorher war ich alleine, da war es relativ still im Klosterberg und jetzt ist richtig Action. Ja. Ja. Und das sind viele, die jetzt in der Pubertät oder schon bis der Älteste ist 23. Das ist halt nicht so, dass 7 am Wochenende da sind, sondern kommen Freunde und Freundinnen. Ja, dann guckst du andauernd, wer ist das denn da? Ja, und jede Woche gibt es was Neues. Ja. Also schon Leben im Haus. Ja, super. Ja. Das ist doch sehr cool. Jochen, ich habe jetzt gerade ganz fresh auf Instagram gesehen, Caro Kauer in the house. Ihr habt einen Grauburgunder gemacht mit K. Warum macht 30er das? Warum machst du das? Die Julia, die bei uns das Thema Instagram macht, ist total ihre Welt, ne? Wo ich manchmal sage, oh Mann, ich bin da gar nicht zu Hause und ich bin froh, dass sie das für uns macht und ein Schaufenster ist. Und einer derjenigen, der sie immer gefolgt ist, die Caro, die ist 31 mittlerweile, Vollblutunternehmerin, was ich immer im Geiste ganz toll finde, weil jemand so einfach Gas gibt und was macht. Julia war ein ganz großer Fan, hat gesagt, Jochen, ich würde gerne mit Caro irgendwas zusammen machen. Beziehungsweise Caro hat geschrieben und hat gesagt, hier, ich mache ein Weinprojekt und wenn ich das mache, mache ich das mit euch. Weil Julia vorher, gab es noch ein bisschen was, die mochte unseren Grauburgunder hin und her. Und dann haben wir das tatsächlich gemacht. Und ich finde es ja immer beeindruckend, was da funktioniert. Ne? Da wird halt ein Wein kreiert und es hat eine schöne Verpackung gekriegt. Und die Schlagkraft, die da hinten dran steckt. So ein Lounge und da gibt es dann 2000 Kisten und dann macht es ein paar Minuten, das ist bäm, weg. Das kennen wir gar nicht. Das ist irgendwie auch was ganz Neues und ich muss sagen, ich finde es immer spannend. Ich bin jemand, der ist neugierig, der guckt sich gerne das an, deswegen war ich total offen dafür und habe gesagt, hopp, Julia, mach. Das war auch ein cooles Event. Ich habe auch die Caro kennengelernt, muss sagen, coole Person in Verbindung mit Paul auch, die mittlerweile auch ganz, ganz eng vernetzt sind. Und das sind alles neue Eindrücke für uns, aber auch zum Beispiel ein paar Riesling, was ich mit Paul mache. Das hat viele Türen geöffnet, weil wir damals einen gereiften Riesling gemacht haben. Es war 2018 kraftvoller Riesling. Der wollte nicht einfach nur irgendwie einen Wein machen, wo ein Etikett drauf ist, was irgendwie hübsch aussieht, sondern komplexer, gereifter Riesling. Und die Idee wurde verstanden. Das ist ja eigentlich für dich wie so ein Geschenk. Das ist eine Weiterentwicklung. Das ist eine Weiterentwicklung, weil wir da Menschen haben, die helfen, unsere Idee nach außen zu tragen. Und das ist schon cool. Ne? Und muss sagen, da führst du auch Gespräche teilweise, die so tiefgreifend sind. Das führst du ganz, ganz oft in deiner normalen Welt nicht. Mhm. Und das bringt dich umgedreht bei deiner ganzen Sache, die du machst, weiter. Mhm. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür. Ja. Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das, Markus? Superkräfte? Ja, kannst alles haben hier. Ich mach so den Mantel auf und dann kommt es raus. Der 48-Stunden-Tag wahrscheinlich. Dein Erster. Nee. Ich bin da bescheiden, aber man bräuchte nur das Wetter. Wenn ich das könnte bestimmen, dann das Potenzial haben wir. Immer langweilig. Du möchtest Wettergott sein. Also das ist für mich mit die stressigste Phase, was dann im Herbst abgeht. Das ist, kann sich keiner vorstellen. Wir hatten letztes Jahr ein bisschen schwieriges Jahrgang vom Rebschutz her. Mm. Ja. Und dann gibt es Jahrgänge, wo man halt 20 Stunden Arbeit, aber es ist easy. Das würdest du dir mal so 10 Jahre hintereinander wünschen. Wir stehen jeden Abend da und beraten mit den Betriebsleitern, wo gehen wir morgen lesen. Ja. Ja. Wir ernten nicht irgendwie Trauben und gucken dann, was wir machen, sondern wir ernten ein gewisses Thema.
Wir brauchen den trockenen Kabinett, wir brauchen die Spätlese, wir brauchen die Auslese. Da gibt es halt Jahre, die sind total entspannt. Ist egal, ob wir heute gehen oder in 5 Tagen. Ja? So auch stabil. Mal schön, ja. Ich sag, das meine ich damit. Mhm. Aber wenn dann anfängt, oh, übermorgen kommt Regen, wen retten wir jetzt? Ja, wen retten so, wir? So, ja. Ich sag mal, 10 Stellen zu retten, aber du kannst nicht überall sein. Das ist halt. Aber ich finde es übrigens ein ganz entscheidender Punkt, der einen Tisch für uns auch. Zum Schluss wird von uns immer erwartet, dass wir ein perfektes Produkt machen. Und es gibt immer bei uns ein perfektes Produkt. Und die Frage ist immer nur die Menge. Es kostet weil halt. Du schmeißt halt das weg. Und das ist natürlich für uns ein Jammer. Das tut uns weh, wenn wir Sachen wegschmeißen. Auf der anderen Seite wissen wir auch, aber es ist elementar wichtig, dass du dann das kriegst, was du jeder von uns erwartet. Weil was Schlechtes ist, uns einfach nicht erlauben. Nicht, ein ja. gutes Jahr ist nur ein bisschen mehr Menge von einem sehr, sehr guten Produkt. Mhm. Und ein schlechtes Jahr eine kleine Menge. Sehr gut. Ne? Aber sehr gut. Aber mit einem Riesenaufwand noch mit mehr. Und mit einem Riesenaufwand. Mehr Aufwand. Auf der anderen Seite wissen wir auch immer, auch wenn wir es nicht hören wollen, fühlen wir uns immer ganz gut, weil wir wissen, dass wir aus einem sehr mäßigen Jahrgang auch großartige Qualität machen, weil wir uns, Entschuldigung, den Arsch aufreißen. Das ist wirklich so. Zu welcher Situation passt kein Wein, Jochen? Gibt's nicht. Ne? Kein Wein? Nein. Ah, wenn du mies drauf bist, passt auch ein Wein. Passt auch was, klar. Passt auch ein Wein. So ein Gläschen Riesling-Tee. Was sind die 3 Sachen, ohne die ein Winzer nie sein kann, Markus? Ohne die er nie sein kann? Ja, nie. Das sind gemeine Fragen, ich weiß. Der Jochen, musst du dir auch schon alle beantworten. Muss ich alle schon okay. Ja, das ist ja gerne mehr. Mich sehr wichtig, halt die Familie, der Betrieb, der Bezug dazu. Ja? Ich muss nicht überall rum sein, aber dieser Bezug ist mir halt sehr wichtig, wenn ich jetzt. Das hat man auch gemerkt, auch an diesem Sonntag. Ne? Da waren dann Kunden in der Vinothek. Da ist ja die Vinothek, ne? So, und dann noch bei den Kunden, dann noch mal zur Familie, dann noch mal im Keller, dann noch mal. Da habe ich gedacht, wow, sitzt der Mann eigentlich mal? Also Hut ab, Markus, danke, super. Danke. Dein Top-Tipp gegen Kater? Konter trinken. Was? Konter trinken. Genau, sehr gut. Nein, ich glaube, das Wasser-Wein-Verhältnis muss auch stimmen. Mhm. Und ansonsten wirklich einfach weitermachen. Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig? Auch wenn ich nicht falsch stehe, aber ich würde gerne nochmal mit meinem Vater, der leider verstorben ist, dass er das, was er mir immer gepredigt hat, und das, was heute Realität ist, dass er das nochmal erleben könnte und dass ich mit ihm ein Glas trinken könnte heute. In der Zeit, wo es vielleicht ein bisschen einfacher ging als wie vor 20 Jahren. Ja, ja. Wäre bestimmt super stolz, wenn er das sehen würde. Ha? Er hat mich halt sehr geprägt. Ja. Mm. Trinken wir auch mal auf deinen Vater. Zum Wohl. Jochen, welche Weinkarte, welchen Sommelier dürfen Weinfans im Moment nicht verpassen, was gerade heißt? Hot Shit. Hot Shit, also eine Karte gibt es für mich immer, die für mich immer wahnsinnig beeindruckend ist, weil es auch uns sehr prägt, aber weil es einfach auch perfekt ist, ist nach wie vor das Restaurant Tim Rau in Berlin. Ja, muss absolut. Ich, das kann ich blind sagen. Nein, der Raphael können mittlerweile. Können wir beide das jetzt hier mal laut verlautbaren, dass wir den Tim Rau gerne mal hier hätten? Das muss man sagen, da hat er keine Zeit. Ja. Wir können ja ein bisschen unter Druck Nein, aber setzen. Ich hatte gerade den Raphael, den Sommelier, bei uns auf der Prowein. Okay. Ein junger, brutal guter Typ. Ja. Tolle Nase. Also toller Geschmack, gute Idee. Und ich glaube, du kriegst das, was du beim Tim gewohnt bist, weil der halt auch ein Weinfreak ist, 100%. Trinkt gerade ein bisschen weniger Weißwein. Aber egal, ne, Weltklasse-Typ, krasser Geschmack. Genau beim Essen, der ist analytisch ohne Ende. Steht auf Greif, Rieslinge. Alles verstanden. Nein, ich glaube aber auch da, das ist eine Adresse, die man unbedingt erleben muss. Aber Gott sei Dank gibt es so viele mittlerweile. Gott sei Dank gibt es so viele, die die Idee verstehen. Ne? Und, aber jetzt gerade mal zu Tim Rauer. Das ist ja da auch so geil, dass der so kocht mit diesen scharfen Aromen, was da super gut zu euren Rieslingen passt. Ne? Ja, oder? Du hast eine alte Aromenwelt, die wir ja auch aufmachen mit den Weinen. Das ist ja nicht Standard. Und das ist ja immer, wir probieren ja auch irgendwo auf der einen Seite eine Harmonie zu sein, auf der anderen Seite auch zu überreizen. Und das ist was bei ihm halt bei den Gerichten genauso ist. Deswegen verträgt sich das ja bei uns auch schon seit Jahr und Tag. Wenn du mich fragst, ist immer meine Bank. Weiß ich ganz genau, da kann ich immer empfehlen, wird nie was schief gehen. Weil da auch das ist wie bei uns, die Qualität und die Konstanz ist immer da. Ganz wichtig. Und dafür wird hart gearbeitet. Wovon träumst du? Was ist dein größter Wunsch, Markus? Mein Wunsch wäre es nochmal, weil es gibt jetzt auch 3 Außenbetriebe. Ja, also die Logistik sitzt extra. Die Produktion sitzt extra, der Außenbetrieb sitzt extra. Also mein Wunsch wäre, das Ganze nochmal an eine Stelle zu sammeln. Mhm. Dass es an einem Standpunkt ist. Das ist noch ein großes Anliegen von mir, dass ich nochmal gern die Familie, ja, ich nenne meine Mitarbeiter so, alle große zusammen. Familie, dass ich alle zusammen habe. Und wenn es zusammen wäre, dann würde ich alle sehen. Und das waren sie immer alle gewöhnt. Ja? Mhm. Meine älteste Mitarbeiterin ist 36 Jahre bei mir.
Und mein Steuerberater hat irgendwann mal zu mir gesagt, wie jemand gekündigt hat. Ich dachte, begreif mir, wieso kündigt der? Da hat er gesagt, der gehört hier nicht. Ja, weil ich da gern gewohnt bin. Ich sage jetzt nur, dass halt einer von der Familie ausscheidet, weil er sich mal verändern möchte. Das muss man erst mal verstehen, weil ich so viele habe, die 25 Jahre und länger im Betrieb waren, ja, dass man das schwer verkraftet, wenn dann einer gehen will. Das nimmst du halt auf wie deine Familie. Ja, ja. Und, nee, und wenn dann, wenn wir neue Mitarbeiter suchen, wir suchen immer, wenn der andere sagt, ja, ich käme gern ein Jahr oder zwei, dann habe ich schon keine Lust. Nein, es tut mir leid, also, der kostet mich so viel Energie, aber wenn er nur so kurz bleiben darf, macht es keinen Sinn. Das passiert bei uns auch nicht. Ja. Wenn wir sagen, wenn du bleibst, dann bleibst du ein bisschen länger, dass du aussiehst, was Sache ist. Genau. Und dann entscheidest du ja selbst. Du kannst ja nie. Du kannst ja, man kann es nicht voraussagen. Nein. Ja. Aber du brauchst die Gewissheit, weil ansonsten steckst du so viel Mühe rein. Ja. Also, wenn ihr geile Arbeitsplätze sucht, dann meldet euch mal hier im Markus Monitor. Die 30 Acker, die warten geradezu auf euch. We are hiring. Ja, we are hiring. So, und euch beiden sage ich jetzt mal vielen herzlichen Dank. Es war ein wunderschönes Gespräch. Oder habt ihr noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe? Was irgendwelche kleinen Geheimnisse, die ihr mir erzählen wollt? Doch, wir trinken jetzt schmutzige Geschichten vielleicht. Es war spannend, es war schön. Es war schön. Markus, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier vielen Dank, Markus, dass du gekommen bist. Dankeschön, dass ich hier war. Danke auch dir, lieber Jochen, für deine Unterstützung. Wir sind fertig. Wir sind noch nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Tschin, tschin.